Hip, hip, hurra. Elden Ring, auf geht's. Wir sind im, ja, im Schneegebiet auf den Berggipfeln der Riesen. Wir haben letztes Mal, einiges gesehen. Erdenbomb-Avatar, Tibia-Seefahrer. Wir haben hier die Ruinen der Sterngucke angeguckt, wo ich gleich auch nochmal hin muss. Gleich. Wir waren auf so einem riesigen eingefrorenen See, den wir jetzt hier nicht sehen können, weil die Krater noch nicht aufgedeckt ist. Haben da gegen einen Drachen namens Borealis gekämpft. Da waren wir in der Höhle des Geisterrufers und haben da gegen haufenweise so Geisterschnecken, geisterbeschwörende Schnecken gekämpft. Und am Ende, ja, einmal waren wir noch kurz bei der Kirche von Marika, der ersten Kirche von Marika, haben kurz mit Melina reden dürfen. Und dann waren wir beim Siegelgefängnis des Fürstenanwärters und haben dort gegen Vaik gekämpft. Haufenweise kleine Sachen. Alles mega spannend und interessant für sich, aber ja, eine Sache, die ich machen muss, weil ich es letztes Mal tatsächlich vergessen habe, ist nochmal zurück zur Ruine der Sterngucker. Da hat mich Zach Place darauf hingewiesen in einem Kommentar auf YouTube, dass ich da was vergessen habe, was ja tatsächlich fast ein bisschen sehr obskur ist. Ich habe, als ich reingeritten bin, noch dran gedacht und dann in der Ruine war und angefangen habe zu reden, ist es mir natürlich komplett entglitten, obwohl es genau zu dem gehört, worüber ich geredet habe. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Zur Erinnerung, die Ruine der Sterngucker ist ja wegen Astrologen quasi so benannt. Also man kann ja hier schon die Sterne angucken. Was? Ja. Okay. Und wir haben dort den Geist einer Geisterqualle. Eine Geisterqualle haben wir gefunden, so nicht den Geist einer Geisterqualle. Und für die habe ich dann, weil die gesagt hat, ihre Schwester hätte ihr doch versprochen, dass sie gemeinsam die Sterne angucken wollen oder was. Für die habe ich dann Aurelia, heißt sie Aurelia, beschworen? Unsere eigene Geisterqualle. Ja, Aurelia. Und also die beiden verschwunden, weil dann war ja quasi die Abmachung, dass sie sich gemeinsam die Sterne anschauen wollen hier in dem schönen dunklen Schneegebiet. War ja dann quasi erledigt. Und dann, ja, dann ist so eine Tür aufgegangen. Hab ein iPhone rausgeholt, nicht so wichtig. Aber was ich vergessen habe, was hier bei diesen Ruinen auch noch ist, ist, dass man hier hinten so einen Weg runter kann. Ja, das ist gar nicht hier, das ist glaube ich da weiter hinten. So, hier unten ist so ein kleiner Pfad versteckt. Guten Abend. So, und hier sind zum einen auch Fledermäuse. Witzigerweise hier stärkere. Warum auch immer. Macht die trotzdem auch mal alle ganz in Ruhe tot. So, da ist man. Mana mehr. Einmal den Zauber nicht aufgeladen und schon gibt es Probleme. vielleicht ist eine richtig rumgestorben. Nein. Schade. Alle auf dem Rücken gelandet. Vielleicht kann ich einen rumdrehen. Ja, sieht nicht so aus. Diese Fledermäuse hier sind ein bisschen besonders, weil die zum einen, hat man ja gerade gemerkt, klein wenig stärker sind als die normalen Fledermäuse. Also das hat man größtenteils daran gemerkt, dass sie mehr Zauber brauchen, um zu sterben. Sie sind auch ein bisschen größer. Der spannende Teil hier an denen ist eigentlich, auch wenn es nicht wirklich mega interessant ist, die haben eine andere Farbe unten in den Flügeln. Aber jetzt sind natürlich alle drei von denen so richtig schön praktisch auf die Weise gestorben, dass sie auf dem Bauch liegen. Schade. Und das lässt sich wohl auch nicht mehr ändern. Okay, die Ragdollen so ein bisschen, aber nee, wollen sie nicht. Damit könnte ich jetzt 2 Stunden verbringen, ne? Ja. Naja, so ist es manchmal. Ist jetzt auch wirklich nicht so super aufregend, aber ja, die haben andere, müsst ihr mir jetzt einfach glauben, die haben eine andere Farbe unter den Flügeln. Ich glaube nicht, dass es damit irgendwas auf sich hat. Es ist einfach nur eine sehr einzigartige Stelle, weil nur diese drei Fledermäuse anders aussehen als alle anderen, soweit mir bekannt ist. So, und was ist hier unten eigentlich Interessantes? Hier sind so ein paar Gräber. Und, na klar, hier ist so ein bisschen das Typische, weil man findet eine kleine Ecke, ja super. Und hier sind Gräber und die kann man untersuchen. Hier ruhen Aurelia und Aureliette, die nie die Sterne erblickt haben. Die Gräber von den beiden.
Mädchen, die als Geisterquallen umzusehen waren. Die hatten sich ja versprochen, das hier anzusehen. Es ist ein bisschen komisch, dass die. Also, vielleicht sind die irgendwo anders gestorben und dann wurden ihre Leichen halt hierher transportiert und hier begraben, wenn sie nie die Sterne sehen konnten, weil, wenn sie hier gelebt hätten, dann hätten sie die Sterne ja hoffentlich irgendwann mal gesehen. Darum sind sie ja als Geister hier. Es wirft natürlich weiter Fragen auf, was eigentlich diese Geisterquallen sind, ob es tatsächlich Quallen sind oder ob es eben die Geister von Menschen sind, die als Quallen erscheinen nach dem Tod. Das ist komplett unklar. Da ist keinerlei Hinweis in die eine oder andere Richtung. So, hier noch eine Skin aus Nilien natürlich. Das ist natürlich super interessant, dass diese Gräber hier sind und wirklich auch. Ich meine, ganz ehrlich, selbst wenn das da nicht stehen würde, wäre das so, ah, okay, das sind bestimmt die Gräber von den beiden. Das ist ein nettes kleines Detail. Aber dass es hier tatsächlich einfach auch steht, dass es die Gräber von denen sind, das macht es eindeutig. Aureliette ist ein witziger Name für. Weiß nicht, wie wenn man Kinder kriegt und dann sagt man, oh, Aurelia ist ein schöner Name. Und das ist man so, ah, aber wie nenne ich das zweite? Aber wisst ihr was? Aureliette. Ja, na klar. Naja. So, damit hat sich das erledigt. Nochmal vielen Dank für den Hinweis, dass ich das vergessen habe. Aber das Gefühl, es häuft sich langsam, dass ich jede Folge irgendwas vergesse und dann extra darauf hingewiesen werden muss. Aber ich muss auch zugeben, dass natürlich das Endgame in seinen ganzen minuskulen Details ein bisschen komplizierter wird, weil man das habe ich natürlich nicht ganz so oft gespielt wie den ganzen Anfang. Und da ist da nicht ganz so viel alles immer bekannt. Naja. So, wir haben jetzt zwei Richtungen vor uns. Wir haben natürlich noch ein paar mehr Richtungen, aber wir haben jetzt hier einmal dieses Fort hier mit diesen ganzen Feuermönchen, wo es in die Richtung geht, wo es eigentlich weitergehen würde. Sehen wir ja, da oben ist die Schmiede, wo wollen wir hin. Und dann haben wir hier hinten dieses Gebiet, wo diese Hunde sind, beziehungsweise am Anfang diese Hunde sind, später hört das noch auf. Wo wir auf einen tatsächlich Magierturm hinsteuern. Ich glaube, der hier ist nur für Leben, so wie er aussieht. Der hat nichts. Okay, Sprenggroßbolzen. Hier ist einfach ein, ja, ein altes Schlachtfeld. Und da oben ist ein Turm. Und da hängen auch so Eisluftballons. Die haben wir auch seit Juni ja nicht mehr gesehen. Und da hingen sie ja auch immer mit Marionetten unten dran, die eben dann runterspringen konnten, wenn sie einen attackieren wollen. Und hier in dem Gebiet sind natürlich auch Marionetten unterwegs. Hat man schon ein paar jetzt hier gesehen, aber. Das ist ein bisschen undeutlich, wo genau. Da war doch jetzt gerade dieser Ballon. Da oben. Kommt man an den überhaupt ran? Ist echt weit oben. Ich glaube nicht, dass ich den mit dem Zauber erreiche. Nee, aber nicht. Keine Chance. Ich bin ein Komet. Geht nicht weiter. Auch nicht. Was fliegt denn noch weiter? Nix. Nix da, was weit genug fliegt. Also ich glaube, den erreiche ich vielleicht von der Klippe da oben, aber im Bogen würde man ihn bestimmt erwischen. Ach, das ist doch eigentlich eine Idee. Ich kann ja ausnahmsweise mal wieder den Bogen auspacken. Ewig nicht gemacht. Schieße ich das Ding einfach mal runter. Der hier ist doch ja nicht der, den ich immer benutze. Schade, dass man nicht Favoriten setzen kann bei Waffen. Das würde mir echt helfen bei dem ganzen Quatsch, den ich mal aufhebe. So. Oh, eine goldene Rune 12 gibt es für den Spaß. Ne? Okay, das hat sich ja gelohnt. Hier sind es ja eben überall, sind diese Marionetten unterwegs. Hier kann man auch schön auf den riesigen See runterschauen. Kommt sogar relativ nah ran. Aber runter geht es hier eigentlich nicht. Also klar geht es irgendwie runter, wenn man will, kann man hier springen, aber bringt ja auch nichts. Ja, und hier hat man das, da hing die eine Marionette, hing da auch gerade einfach. Oh. Ein bisschen. Oh, da ist wieder einer hinter mir. Marionetten sind hier immer so ein bisschen kritisch. Muss man immer sehr aufpassen. Einfach weil die sehr
plötzlich mit ganz, ganz, ganz vielen Angriffen auf einen losgehen können. Und das ist natürlich ganz leicht mal sehr gefährlich. So, der ist mich näher. In Ionia gab es fürs Abschießen von den Ballons, glaube ich, Goldene Runen 6, also sehr viel niedriger. Aber da ist man ja auch vor sehr viel längerer Zeit gewesen. Ja. Oh, wer schießt denn da? Uiuiui, ist das weit. So eine Entfernung habe ich jetzt nicht gerechnet. Er schießt ja sogar hier über die Klippe drüber. Und ganz da hinten. Oh, da schießt auch einer. Ey. Okay, das machen wir jetzt anders. Von denen überall, oder? Wer kommt denn der jetzt hierher? Oh, hier sind echt viele davon. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Also ja, Magierturm, klar, Marionetten sind immer eigentlich immer von irgendwelchen Magiern. Das heißt, sie sind ja offensichtlich hier, um diesen Turm irgendwie zu verteidigen. Oh, hier sind sogar Avionetten unterwegs. Ich gucke erstmal, was hier sonst überall noch so ist. Hier vorne steht einer so einsam und ich glaube, da ist eigentlich gedacht, na, da oben steht auch eine Avionette. Vielleicht soll die runterspringen. Riskier es mal nicht. So, was gibt's hier? Osttown de Boli, na gut. Ah, hier unten ist die sogenannte Golem-Schlucht. So, ist natürlich versiegelt, aber hier ist eine Gremlin-Statue. Sind Marionetten nicht ein Zeichen des Wirkens von Raya Lucaria? Ich glaube, nicht zwingend. Marionetten sind sehr mit magischen Schulen assoziiert, weil wir haben Marionetten ja an vielen Stellen, die nicht unbedingt bei der Raya Lucaria sind. Wir haben ja zum Beispiel auch in Caelid bei der Magierstadt dort. Wer ist Celia? Genau. Bei Celia rennen ja auch ganz viele Marionetten rum. Und das ist ja jetzt nicht zwingend die Raya Lucaria. Also diese haben schon miteinander zu tun, aber es ist ja nicht das Gleiche. Und ich könnte jetzt gerade gar nicht beschwören. Eigentlich sind beim Haus Vulkan ja auch ganz viele davon. Ich glaube, die Marionetten sind tatsächlich eher von den schlauen Ingenieuren gebaut, die auch die ganzen anderen Maschinen wie Flaschenzug, Armbrust und Eisenjungfrau und so ein Quatsch gebaut haben, aber die Marionetten sind halt mit Magie betrieben. Also ich würde fast einfach mal in den Raum werfen, dass die Marionetten so eine Art Zusammenarbeit sind zwischen Rykard und Rani. Ja, gut möglich. Aber generell scheinen Magier das zu mögen, solche Marionetten einfach als Diener oder Wächter anzustellen. Und hier, das ist ja auch ein Magierturm. Also ist es ja nicht so verkehrt, dass da welche rumlaufen. Wir haben auch welche auf der Halbinsel der Tränen, fällt mir ein. Dort, wo in der Ruine, der Hexenfluchruine, wo Selen gefangen war, da liefen auch Marionetten rum. Und es ist natürlich naheliegend, dass die nicht von Selen waren, sondern von der Person, die sie da eingesperrt hat, was ja wahrscheinlich irgendjemand von der Raya Lucaria oder irgendein Magier war.
Also ein Zusammenhang zu Raya Lucaya existiert ja schon immer, sobald es irgendwie um Schimmersteinmagie geht. Wäre natürlich möglich, dass die Person, die hier lebt, mit der Raya zu tun hat. Vielleicht finden wir was raus. Schauen wir erstmal, wie wir reinkommen. Fallender Schnee enthüllt Unsichtbares. Das ist der absurdeste von diesen ganzen Türmen. Habe ich persönlich nicht rausgefunden damals, wie man hier reinkommt, was mit diesem Rätsel auf sich haben soll. Alten Reißzahn. Der Kuckucksschimmerstein. So. Können wir was sehen? Ja, kann man. Wenn man hier in den Himmel schaut. Guten Abend. Wenn man hier in den Himmel schaut, sieht man manchmal so komischen blauen Glitzer einfach. In der Luft. Und ich glaube, die hat man sonst. Also man sieht diese komischen blauen Sterne im Hintergrund immer. Aber hier ist. Na, jetzt will es natürlich einfach nicht mehr auftauchen, jetzt wo ich im Fernrohr gucke. Da sind so seltsame blaue Wolken gerade gewesen. Also musst du vielleicht zurückspulen, weil sie jetzt einfach nicht nochmal erscheinen wollen. Das ist natürlich auch mega cool. Aber das ist eigentlich so der Hinweis, den man mit dem fallender Schnee enthüllt Geheimnisse hätte erahnen müssen. Ah, jetzt war es gerade deutlich sichtbar. Genau. Da sieht man, wie sich das so richtig durchzieht. Also es verschwimmt sehr mit den Sternen im Hintergrund, weil wir eben auch diese ganzen vielen blauen Sterne im Hintergrund haben. Eigentlich sehr spannend, dass die Sterne blau sind. So viele davon, das ist ja. Ich nehme es nicht so. Aber wenn man an Schimmersteine denkt, die ja auch blau sind, dann ergibt es irgendwie einen Zusammenhang. Ja, okay, das ist jetzt natürlich die Frage. Ist trotzdem fünfmal runtergefallen, das verstehe ich sehr gut. Ich denke auch jedes Mal, ich fall runter. Das ist jetzt natürlich die Frage so, ah, okay, aber wie kommt man denn da hin? Und dann fällt einem vielleicht auf, dass da drüben diese Ruine eingebrochen ist. Und das ist alles, was man jetzt hier ahnen soll. Und dann geht man halt zurück zu der Gnade da unten und geht halt mal auf die andere Seite von dieser Ruine. Ich weiß nicht, wie man da drauf kommen soll als normaler Mensch. Leute haben es rausgefunden offensichtlich, aber ich sage, ich hätte nie, ich habe es ja auch nie rausgefunden. Ich muss, wie gesagt, immer nachschauen. Ich bin natürlich so arrogant zu sagen, es ist ein schlechtes Rätsel, wenn ich die Lösung nicht rausgefunden habe. So, was ist das hier vorne irgendwo? Das ist haufenweise Skelette durch. Bisschen anstrengend. Sind wir hier richtig? So, hier ist es nämlich. Hier ist ja diese eingebrochene Brücke. Und aus Gründen, die ich nicht verstehe, soll man rausfinden, dass es hier einfach, ja, dass man hier halt drüber kann. Und man sieht hier auch so ein bisschen blauen Schimmer auf dem Boden. Aber es ist sehr, sehr schwer zu erkennen. Und der richtige Spaß ist, okay, jetzt reitet man hier rüber und ist so, ja, so toll und jetzt. Und dann kommt eben dieser Spaß mit fallender Schnee enthüllt Geheimnisse. Und ich finde ehrlich gesagt, ich komme mir gerade vor, wie. Der Weihnachtsmann mit Rudolf. Sieht aus wie ein Bug, oder? Also, wie ich einfach in der Luft schwebe. Wenn ich das als Screenshot für ein Thumbnail nehme, sieht das aus wie ich riesengroß. Naja, zurück zum, worum es geht. Hier irgendwo an der Seite geht der Weg quasi nach oben zu diesem Balkon. Aber das zu sehen ist so ein bisschen. Ich bin davon überzeugt, man muss es wissen, um rauszufinden, wo man es dann sehen kann. Ah ja, hier sieht man es gerade ein bisschen. Hier ist so blau auf dem Boden. Das heißt, hier muss ich lang. Das heißt, man muss eigentlich nah genug rangehen, um es zu finden. Aber, und das finde ich das Gemeine, ich würde da doch nicht nah rangehen, wenn ich nicht wüsste, dass es hier ist. Also ich würde doch nicht auf einer unsichtbaren Brücke hin und her rennen und gucken, ob irgendwo was ist. Das finde ich. Also ich glaube, es ist verständlich, wenn ich sage, ich finde dieses Rätsel nicht so mega gut irgendwie. Ich weiß nicht. Aber gut, wir sind im Endgame, da darf ein Rätsel auch mal sehr obskur sein. Die Spiele sind ja auch dafür gemacht, dass man kommuniziert mit Leuten. Und da kam jetzt gerade auch sogar schon die Meldung, dass das Siegelgefängnis auf ist. Siegelgefängnis. Das Siegel wurde gebrochen. Das heißt, einfach nur hier reinzukommen reicht schon aus, um die Tür unten zu öffnen. Aber die brauchen wir ja gar nicht, weil jetzt sind wir ja schon drin. So, hier geht's einmal runter, einmal hoch. Ich gehe erstmal hoch.
Da hoffe ich doch, dass hier wenigstens eine gescheite Belohnung ist, ne? Weil diese seltsamen. Die finde ich so richtig komisch, weil klar, im ersten Moment ist natürlich naheliegend, das sind Schimmersteine, aber die sehen so weiß aus irgendwie, als wären die. Ich weiß nicht, und tot. Also die schimmern gar nicht von innen. Also Schimmerstein würde ich das nicht mehr nennen. Genau. Oh, joi. Na schön, danke auch. Wow. Naja, wir wissen jetzt, wo wir reinkommen. Dauert das jetzt eigentlich gerade so lange zu sterben? Es gibt immer mal ein erstes Mal, ich bin in meinem Leben noch nie in diesem Turm gestorben, geschweige denn von dieser Marionette irgendwie attackiert worden. Naja. Dann ist es schön, dass es hier passiert ist, dann gibt es wenigstens was Lustiges zu sehen. So ganz ehrlich, ich würde nicht mal drauf kommen, zu gucken, ob diese, dass das hier vorne eine Brücke ist, wo es weitergeht. Also das ganze Skelette nerven ja viel zu sehr. Ob ich gehört habe, dass Dragon's Dogma fortgesetzt wird? Ja, habe ich gehört. Ich freue mich seit Ewigkeiten drauf. Als die erste Ankündigung kam, habe ich sehr gefeiert. Werde ich auf jeden Fall sehr viel spielen. Und vielleicht, wenn es gut ist, dann auch wieder streamen. Das sehen wir dann. Wenn es nicht gut ist. So, hier sind wir. Ketzerischer Turm heißt es hier. Das ist natürlich auch immer interessant. Das heißt, okay, hier hat ein Ketzer gewohnt. Ne? Ja. Was natürlich, wenn es hier um so Schimmersteine und so Zeug geht, klar. Mein Spaß nochmal. Diesmal lasse ich mich hoffentlich nicht runterschubsen. Das war ja, naja, nicht sehr elegant. Schluss damit. So, was gibt der ganze Spaß hier? Ursternregen, eine legendäre Zauberei. Ursternregen. Diese älteste aller Urzaubereien stammt angeblich von einem Astrologen der Antike, einer wahren Legende unter den Zauberern. Er schafft eine dunkle Sternwolke über dem Zaubernden, aus der sich kurz darauf ein gewaltiger Wolkenbruch ergießt. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden und lässt sich durch Aufladen noch verstärken. Angeblich ist dies der Zauber, aus dem die Schimmersteinzauberei entstand. Durch einen flüchtigen Blick des Astrologen auf die Urströmung nahm ihre Macht Gestalt an und der Bernstein der Sterne prasselte auf dieses Land. Ergibt dann fast Sinn, dass es hier der ketzerische Turm ist, weil dieses ganze Schimmerstein-Ding ist ja auch sehr mit Ketzerei verbunden. Aber vielleicht ist das hier quasi der Turm der Person, die diese Zauberei erfunden hat und damit eben die Urschimmerstein-Zauberei an und für sich erfunden hat. Und die Tatsache ist ja, dass für die Schimmersteinzauberei man eben Schimmersteine benutzt, die vom Himmel gefallene Sterne sind. Aber dass es einen Zauber gibt, der die Sterne vom Himmel holt und damit überhaupt erst ermöglicht, Schimmersteinzauberei zu wirken, ist natürlich mega spannend. Das wirft ein ganz seltsames Licht darauf, dass es eben nicht einfach was ist, was Menschen einfach ganz natürlich finden, sondern das ist von jemandem aktiv gemacht, dass man die Schimmersteine finden kann. So, jetzt dürfen wir wieder raus. Ich teleportiere mich jetzt mal zurück zu der Gnade, von bei der wir heute angefangen haben. Ich guck mal, ob wir die einfach einmal wirken, um zu gucken, wie die aussieht. Diese Zauberei, ich meine, es ist eine legendäre Zauberei, also ist da offensichtlich ganz schön was dabei. So, ich brauche zwei Plätze. So, wenn er die wirkt, dann gehen hier einfach diese geht die Energie hoch und dann ja, schießt es hier so richtig so einen Regen aus Schimmerstein runter.
Ist ganz cool, ist jetzt glaube ich nicht mega mächtig, aber ich meine, cool aussehen tut's. Und ich finde persönlich richtig, richtig spannend, was da steht. Durch einen flüchtigen Blick des Astrologen auf die Urströmung nahm ihre Macht Gestalt an und der Bernstein der Sterne prasselte auf dieses Land. Die Schimmersteine haben ja eh immer schon so ein bisschen diesen Hauch von Lovecraft. Und mich erinnert es tatsächlich an eine Kurzgeschichte von Lovecraft. Eine Kurzgeschichte meine ich wirklich ganz kurz, ist glaube ich eine oder zwei Seiten nur lang. Und die heißt, glaube ich, auch einfach, wenn der eine. Es gibt einen von diesen alten Göttern bei Lovecraft, der irgendwie so ähnlich wie Azathoth heißt. Er heißt nicht so, aber sehr ähnlich, auch mit A irgendwas. Und da ist eine Geschichte über einen Mann, der lebt in einer Stadt und der hasst es, also in einer großen Stadt, sowas wie, ich glaube, es ist einfach New York. Und er hasst es, weil er irgendwie nie so richtig den Sternenhimmel sehen kann und sowas. Und nachts lehnt er sich ganz weit aus dem Fenster und guckt nach oben, weil er in so einem Hinterhof dann nach oben gucken muss und sieht dann nur so eine kleine Stelle an Sternenhimmel jede Nacht. Und aus irgendwelchen Gründen ist die Tatsache, dass er immer auf die gleiche Stelle schaut und da ist dann zufällig dieser alte Gott. Vielleicht zufällig, vielleicht ist er generell da, aber es ist einfach schlimm, dass man immer auf die gleiche Stelle Sterne schaut, weil dann nimmt der zu ihm Kontakt auf und kommt dadurch irgendwie auf die Erde oder sowas. Also dieser. Es ist ja generell so ein Ding bei Lovecraft, dieses, man wirft einen Blick ins Unbekannte und dann erfährt man irgendwie neue Dinge und dann ist alles hinüber. Und die Sterne sind hier ja sehr, ich meine, sind generell sehr das Unbekannte, aber die Sterne stehen halt auch für eben Schicksal. Und es sind ja auch irgendwelche Lebewesen. Ich meine, wir kennen ja dieses kosmische Saatding und so. Wahrscheinlich ist es ja Absicht, dass die Sterne von Menschen erforscht werden wollen, weil die Menschen, die es erforschen, also die Magier, werden dadurch immer empfänglich dafür, dass sie von den Sternen eben. Ja, ich würde sagen, besessen werden, also im Sinne von, dass sie nicht mehr aufhören können, an was anderes zu denken anscheinend und dass sie alles dafür geben, dem näher zu kommen und dann verwandeln sie sich am Ende in eben kosmische Saat. So, Arschsteinschleuders ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt ausgerüstet lasse. Ich meine, der ist witzig, vielleicht kann man ihn auch mal benutzen gegen irgendwelche Feinde. Jetzt haben wir aber hier weniger witzig, ganz, ganz, ganz viele von diesen Mönchen. Die stehen alle hier und schauen in diese Richtung. Und ja, super, jetzt ist der Nebel natürlich viel zu intensiv. Aber da hinten im Nebel sieht man ja die Schmiede. Und die gucken alle in die Richtung von der Schmiede und scheinen hier sowas wie zu beten. Also diese Schmiede, die ja die Flamme des Ruins angeblich enthalten soll, die ist für diese Feuermönche offensichtlich heilig, weil die waren ursprünglich die Verteidiger von dieser Schmiede. Also nicht die Verteidiger, eher so die Wächter. Die haben auf diese Flamme und die Schmiede aufgepasst. Damit die. Oh, wer will da was? Wahrscheinlich damit kein anderer kommt und wie wir versucht, an diese Flamme ranzukommen. Und jetzt sind sie irgendwann so weit gegangen, dass sie die Flamme des Ruins tatsächlich anbeten, statt sie einfach nur zu verwahren. Ich glaube, du meinst das, die Geschichte des Ritual der Glocke. Da guckt jemand immer in eine andere Welt und irgendwann gucken sie wieder zurück. Nee, die meine ich nicht. Die kenne ich nämlich nicht. Also das, was ich gerade erzählt habe, ist wirklich eine relativ akkurate Zusammenfassung von der Geschichte. Da ist nicht viel mehr dran. Also es ist wirklich auch eine ganz, ganz kurze Geschichte nur. Ist natürlich erst sehr so, muss man halt Lovecraft kennen als Mensch, der einfach so sehr Städte hasst, dass für ihn in einer großen Stadt zu leben allein schon so ein Horror ist, dass er denkt, da werden bestimmt Monster beschworen. Er kommt halt vom Land, will auch nicht wieder weg. So, da steht sogar ein Feuerprälat da vorne. Es sind einfach ganz viele von diesen. Da liegt was auf dem Boden. Ich will mich jetzt nicht mit einem Feuerprälat anlegen, ehrlich gesagt. Aber, naja, muss man manchmal halt doch. So. Mit diesem Schwert ist eigentlich egal, mit wem man sich anlegt, habe ich das Gefühl. Oh wow, ist ja ein Beinschuss. Ja, wow, na gut, das hat sich gelohnt. Und hier ist eine Festung. Und das sieht jetzt für mich sehr aus, als würde die Festung zu denen gehören. Ne? Also, die sind ja. Oh, das ist die Güte. Die schauen ja von der Festung weg, aber sind halt auf der Seite von den ganzen Palisaden hier. Ich glaube, die Palisaden sollen schon verhindern, dass man hier irgendwie durchkommt, obwohl es nicht komisch ist, in welche Richtung die zeigen. Ne? Die zeigen irgendwie alle so ein bisschen in die Richtung. Als würden sie sich quasi auch vor was auch immer das hier ist, verteidigen wollen.
rechter Garnison. Das ist ein Flammenwächter und das ist einfach ein NPC-Modell, also ein Spielermodell. Ja, was bist du denn hier? Bist du denn hier? Also der kommt eigentlich von hier draußen. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier auch gekommen ist. Normalerweise chillt er hier, da habe ich wohl gehört. Hier hat man einen schönen Blick auf die Halbmenschen da drüben. War eigentlich auch ganz interessant, dass dann hier dieser kaputte niedere Erdenbaum ist, ne? Den man von hier aus so gut sehen kann. Dass es da einen Zusammenhang gibt. So, wenn wir hier die Festung durchhaben, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, da mal in Ruhe erstmal die ganze Kleidung von denen nochmal anzuschauen. Also von diesen Feuermönchen und sowas. Und Prälaten. Oh, hier sind Ratten. Also hier sieht es halt auch nicht unbedingt mehr sehr gut aus. Also die leben hier nicht mehr ganz in ihrer Glorie. Aber die haben, das finde ich sehr spannend, die sind schwelende Schmetterlinge. Und schwelende Schmetterlinge sind ja echt nichts Besonderes. Die gibt es im Spiel ja haufenweise. Aber die sind normalerweise immer irgendwo, wo es brennt. Die sind immer über irgendwelchen Lagerfeuern, Fackeln, Grasflächen, die brennen. Hier ist ja, witzigerweise habe ich gar nicht genau so geguckt, hier vor der Tür, wo diese riesigen Hunde sind, ist ja auch einfach eine Fläche, die brennt, obwohl halt eigentlich alles Schnee ist, aber wo dann auch so Feuerschnecken rumlaufen und so. Aber hier sind eben solche schwelenden Schmetterlinge. Einfach so. Einfach hier in der Kälte hängen die einfach rum. Ich schätze mal, dass die Leute hier, ich meine, es sind ja diese ganzen Feuerhüter-Typen hier. Hier sind keine. Ich habe kurz vergessen, wie die heißen, aber ich glaube, hier ist gleich noch ein Hüter der Flammen oder irgend sowas. Flammenwächter, ja. Die haben einfach diese Feuerlanze. Ich weiß auch nicht, warum die ein Spielermodell haben. Ist irgendwie seltsam. Das sind einfach ganz normale Gegner hier. Sie sind ja auch nicht herausragend stark oder so. So, und das ist hier prinzipiell alles, was man erkunden kann. Hier ist nämlich kein Weg hoch. Außer natürlich. Guck mal hier. Also sieht man auch, das ist hier alles so im Eimer, dass es nicht mal mehr einen gescheiten Weg hoch gibt. Und selbst hier, diese Leichen, selbst die sind so in betender Haltung in Richtung von dieser Riesenschmiede. Jetzt kommt der richtige Spaß, nämlich irgend so ein Dude hier. Oberster Wächter Arganti. Und der macht halt irgendwie so einen Feuerquatsch. Was für ein Feuerquatsch der macht. Uiui, der will aber die fetten Anrufungen hier rauspacken. Deshalb diesen Schild. Ja, ihn extra ausgerüstet gerade, aber hat nicht benutzt. Schade. Irgendwie will er nicht so richtig mit dem Schild, ist ja auch egal. So, ich mach den mal kaputt. Der hat auf jeden Fall diese Kleidung an von den Adeligen. Also zum einen hier die Herrschermaske. Eine Maske nach dem Antlitz eines runzligen Weisen, gebräuchlich unter den Herren eines kleinen Volks, stärkt den Glauben. Diese Maske verkörpert die Ideale eines Anführers, vornehmlich Weisheit und eine gewisse verblasste Genialität. Wer im Zentrum gesellschaftlichen Treibens steht, schätzt diese Eigenschaften. Und dazu die Kleidung, die eigentlich auch immer die ganzen Hausherren haben, hier die Beamtenkleidung. Dreckige blaue Robe, die von Handlangern der Magister bei ebenso dreckigen Pflichten getragen wird. Spionage, Hinrichtung, grauenhafte Rituale. Dunkel ist das Wasser, das die Mühlen der Menschheit antreibt. Oder eben die Robe von Marei, die eine Version davon ist, die gehört halt jetzt Malay Marei.
der aus von einem bestimmten Haus der Hausherr war, also Oberhaupt des Hauses Marei. Aber dieser Robi hier, also der Arganti hier, der war ja offensichtlich auch das Oberhaupt von dieser Festung hier, nämlich der Wächtergarnison. So, schauen wir doch mal das Schild an, den Schild an, den er uns gegeben hat. Es war der einäugige Schild. Ein trickreicher Schild aus weißem Stein mit dem Abbild eines missgebildeten, einäugigen Gottes. Der Lauf einer Schusswaffe ragt aus der Mundöffnung. Das ist eigentlich, was er die ganze Zeit versucht hat. Damit kann man eine Weile zielen und dann schießt du den Kanonenkugel raus. Aber er hat es im Kampf immer wieder angesetzt und dann doch gelassen. Und ich weiß auch nicht mehr. Dieser böse Gott, einst von den Riesen verehrt, fiel einer Legende nach durch Königin Marikas eigene Hand. Einzigartiges Talent Feuerspeier hebt den Schild, um einen Feuerball zu schleudern. Der Feuerball explodiert beim Aufprall. Also, wir haben ja schon oft gehört von irgendwelchen bösen Göttern und Riesen und sowas, und das Ding schießt Feuer. Aber dass Marika selbst angeblich diesen Riesen besiegt hat, ist herausragend. Von Marikas Heldentaten haben wir bisher noch nie gehört. Wir hören dauernd von Godfrey und Radagon und sowas, aber von Marika? Gehen wir mal weiter. Was hat denn der hier so Wichtiges verteidigt? Irgendwas muss hier ja sein, ne? Aber wo du es geschrieben hast mit dieser Geschichte, wo einer mit der Glocke immer in eine andere Welt schaut und irgendwann gucken die Wesen zurück, das ist ja auch so ganz quintessentiell eigentlich, worum es meistens bei Lovecraft-Horror geht. So dieses, du findest irgendwas Schreckliches raus und dann, während du das Schreckliche erkennst, erkennt das Schreckliche dann auch dich. Also dieses gesehen werden ist eigentlich der sehr viel schlimmere Teil. Und das ist ja auch sehr, was hier mit den Sternen immer passiert. Dieses, man schaut zu den Sternen und dann schauen die Sterne aber auch zu dir zurück. Und das ist immer so. Ja, wenn du in den Abgrund schaust, schaut der Abgrund zurück. Und das ist so, naja, Abgrund ist so ein bisschen so ein schwammiges Wort. Im Englischen ist es Abyss. Und der Himmel wird ja dann auch als ein Abyss oft bezeichnet. Also gerade bei Lovecraft, aber auch generell. Ja, genau, wenn man lange in einen Abgrund starrt. Gleiche Gedanke. Ich glaube, das ist sehr, also haben wir ja schon öfter drüber geredet, haben ja auch sehr viele Leute im Chat hier schon geschrieben, dass die ganze Geschichte mit den Schimmersteinen ist einfach sehr, sehr, sehr Lovecraft. Kosmischer Horror im wahrsten Sinne, also. Aber okay, jetzt geht es mal nicht um kosmischen Horror, jetzt geht es hier um sehr weltlichen Horror, nämlich um die Feuerriesen. Wer zur Hölle ist das? Ist das dieser Gott oder ist das einfach nur ein Riesen, ne? Ja. Aufspringen. Den mal so angucken. Okay, ich gucke erstmal, was in der Truhe ist. Gebetbuch der Riesen. Hey. Ein Gebetsbuch mit den Geheimnissen der Feuerriesen wurde von den Prälaten versteckt, die das Riesenfeuer überwachen. Kann einem studierten Kleriker übergeben werden und so weiter. Und dadurch lernt man, Riesenfeuer verbrenne sie und Flamme entlade dich. Die Zauber werden wir uns gleich noch anschauen. Wir gehen mal zu Miriel. Das ist ja eigentlich die einzige Person noch, die uns Zauber beibringen kann. Und geben das dem und dann schauen wir mal, was das für Zauber sind. Aber direkt, bevor wir überhaupt die Zauber selbst anschauen können, die Formulierung, wie die Zauber heißen, ist, finde ich, super interessant. Riesenfeuer, verbrenne sie und Flamme, entlade dich. Jemand redet mit dem Feuer. Das sind keine Zauber, das sind Anrufe. Trotzdem müssen wir es Miriel geben, weil Corin auch nicht mehr verfügbar ist. Also wirklich, als wäre die Flamme etwas, der man halt befehligt. Also ich meine, klar, das ist ja dann oft so ein bisschen Stilmittel und sowas bei so Zaubern, aber. Das ist schön, das nehmen wir mal so mit. So. So, gehen wir erstmal wieder runter. Ich habe es auch gerade gesagt, wir schauen am besten auch nochmal so die ganze Kleidung und sowas von denen an. Hier kann man tatsächlich auch noch ein bisschen raus. Da ist noch irgendein Item da vorne. Oh. Fast runtergesprungen. Weil, ja, da drüben ist die Schmiede. Und alle von denen, habe ich ja gerade mehrmals schon erwähnt, gucken in diese Richtung. Alle. Ja, okay, der nicht. Die Feuermönche selbst nicht. Die patrouillieren immer rum. Das ist komisch. Aber diese kleinen. Und der Prälat, die haben alle in diese Richtung geschaut. Den Prälat habe ich jetzt getötet. So, wie sind denn diese Kleinen? Die hat noch auch eine Ausrüstung. Die haben sie nicht, die haben nur einen Stab.
Die haben ja hier überall diese Dornen. Das ist ja auch super, super wichtig. Sehe ich. Genau, Stab der Schuldigen ist auf jeden Fall für den. Ein ketzerischer Stab hergestellt aus dem, einem schwelenden, verdorrten Schößling. Schwelend ist halt interessant. Also der glimmt, der glüht vor Feuer. Verwandelt das Blut seiner aufgespießten Opfer in Schimmersteine, fast wie ein Fluch. Dieser Stab skaliert Zauberei nicht durch Weisheit, sondern durch Glauben und verstärkt somit besonders Dornenzaubereien. Okay. Ich meine, wir haben ja diese dornigen Bäume auch. Klar, ein Stab aus Dornen und so. Es geht bei den ganzen Dornzaubereien und so ja immer sehr viel um eben Sünde. Hier, Dornbusch der Sünde, Dornbusch der Bestrafung. Im gleichen Text, das ist ja auch, was die wirken können. Eine abwegige Zauberei, die von verbannten Verbrechern entdeckt wurde. Nichts verachtete die Akademie so sehr wie die Zaubereien dieser Kriminellen. Verwundet den Zaubernden mit den Dornen der Strafe, um eine Spur aus Blutdorn zu erschaffen, die Gegner von unten aufspießen. Die Schuldigen leben in ewiger Dunkelheit, da ihnen die Dornen ihre Augen raubten. Und in dieser Dunkelheit fanden sie den Blutstern. Das ist super interessant, weil der Blutstern wird quasi nur zweimal erwähnt und wir wissen nichts darüber. Aber er wird immer mit so Dornen im Zusammenhang erwähnt. Viel interessanter sind aber dann natürlich so Sachen wie die Feuermönchkleidung. Eisenkettenhaube und so weiter. Die Feuermönche beschützen die Flamme des Ruins und verstoßen damit gegen die Gesetze des Erdenbaums. Sie befindet sich angeblich hoch oben auf dem Berggipfel der Riesen. Haben wir ja schon 100 Mal gelesen. Aber hier ist Feuermönchrüstung. Eine Schwarzeisenrüstung verziert mit einem roten Tuch, Teil des Gewands der Feuermönche. Die groteske Fratze auf der Brust ist angeblich der verdorbene uralte Gott der Flamme. Manchmal entwickeln sich Tabus durch Furcht zu einer Besessenheit. Wenn man es anguckt, man sieht ja das Gesicht auf der Brust. Das ist diese fette Nase in der Mitte, drunter so ein Schnauzbart mit so Zähnen, die nach oben ragen. Aber das Wichtigste ist, oben drüber ist dieses eine riesige Auge. Mit so komisch so einem Kreis in der Mitte und einem Strich nach unten. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber. Wo wollte ich gerade hin? Genau. Wenn wir das angucken. Auch dieses Monstrum mit diesem einen Auge, der Zyklop. Und das ist ja auch das Abbild eines missgebildeten, einäugigen Gottes. Der Gott, der die Flamme des Ruins erschaffen hat, ist dieser Gott, den Marika anscheinend angeblich irgendwann getötet hat, der Legende nach. Und es ist auch, ich habe ja letztes Mal schon ewig drüber geredet, weil da in dem Item explizit das Wort angeblich vorkam. Und hier ist explizit gesagt, einer Legende nach. Und es ist auch so, also ist es vielleicht nicht passiert oder vielleicht doch, wer weiß. Hat Marika diesen einäugigen Gott tatsächlich getötet, besiegt? Also er ist gefallen, wer weiß, was das genau heißen soll. So, ich zieh mal, was hatten wir eigentlich die ganze Zeit an? Den hier, oder? Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch die von den Feuerprälaten, den ganzen Quatsch. Schwarzeisenrüstung verziert mit rotem Stoff und so weiter. Das sind die Kommandeure der Feuermönche. Die gewaltige Statur der Prälaten ist ein Symbol für die schwere Verantwortung, die sie als Hüter der Flamme tragen. Brennt dies in eure Brust als Zeichen meiner Macht. Zitat. Aber natürlich mega interessant sind auch die ganzen Anrufungen der Flammen des Ruhms. Wir haben ja hier so ein paar finstere Prophezeiungen und sowas, aber da haben wir hier Flamme des grausamen Gottes. Eine legendäre Anrufung, die ihre Macht direkt von den Feuerriesen bezieht. Von den Feuerriesen. Es gibt mehrere. Es ist nicht ein Feuerriese. Also der Gott selbst ist nicht der Feuerriese. Und wir sehen ja dauernd diese Riesenskelette. Erzeugt einen tosenden Feuerball, dem angeblich ein grausamer Gott innewohnt. Der Feuerball schwebt auf Gegner zu, explodiert und streckt den Bereich in Brand. Dank Arganthi, dem obersten Wächter des Feuers, war diese Anrufung lange ein gut gehütetes Geheimnis. Doch dann wurde sie von Ardan gestohlen. Der grausame Gott lauert noch immer in den Feuerriesen. Jetzt wissen wir, wer Arganthi ist, denn den haben wir gerade bekämpft. Und der hat ja auch dieses andere Buch, was wir jetzt gefunden haben, gehütet. Also es scheint ein Ding zu sein, dass Arganthi sich als Ziel gesetzt hat, diese Anrufungen, die eben mit dem Feuerriesen zu tun haben, zu bewahren und zu schützen. Dann haben wir hier Woge, o Flamme, Wirbel, o Flamme, Flamme, heile mich, Flamme, gib mir Kraft. Das sind alles Anrufungen der Feuermönche und die alle folgen diesem Schema, dass die Flamme quasi, dass ihr direkt ein Befehl gegeben wird.
So. Das ist eine überragende Anrufung der Feuermönche. Die Flamme der Riesen, die Flamme des Ruins, kann sogar den Erdenbaum verbrennen. Das ist ja unser Ziel. Daher wurden diese zerstörerischen Flammen nach dem Krieg gegen die Riesen versiegelt und Hüter ließen sie nicht mehr aus den Augen. Bei Wirbel der Flamme steht dabei, Feuer betört fast jeden, der in seine Tiefen blickt. Und so wurden die Hüter der Flamme zu ihren Verehrern. Diese Anrufung hinterlässt beim Zaubernden feine Verbrennungen, auf dass er niemals vergisst, die Flamme zu ehren und zu fürchten. Diese Anrufung verbrennt den Zaubernden nicht und gilt daher den Hütern der Flamme als verboten. Es ist wichtig, dass man verbrannt wird. Die lieben das Feuer so sehr, die verehren es so sehr, dass ihnen tatsächlich wichtig ist, dass sie verbrannt werden, wenn sie irgendeine Feueranrufung wirken. Ganz spannend. So, kann ich irgendwie wieder rein? Ja. So, es gibt ein kleines Ziel, was ich noch erreichen will, bevor ich zu Miriel gehe und das lerne. Und hier draußen noch ein bisschen weiter. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen von diesen kleinen Hanseln da vorne töten. Das ist ja irgendwie grausam. Das muss ja nicht sein. Ein paar vielleicht. Ah, die machen. Das sind diese Dornenzauber rein. Und Flammenzauber rein. Was für welche? Also mit denen ist am Ende auch nicht zu spaßen, diese. Ich sag die ganze Zeit Zaubereien, diese Anrufungen von denen sind schon ganz schön knackig. Und diese ganzen Palisaden sind in diese Richtung von diesem Berggipfel ausgerichtet. Und am Ende, der Weg dahin ist tatsächlich einfach nur über diese eine Kette. Da müssen wir jetzt so richtig schön gruselig drüber laufen. Oder reiten. Schön. So, warum ich hier noch schnell drüber wollte, ist, weil hier eine Gnade ist. Erstmal zu Miriel, danach sammle ich die Karte auf. So, hier unten, Kirche der Gelübde. So, hallo, hier waren wir noch lange nicht. Miriel hat uns damals ja ganz viel von Radagon erzählt. Was die Geschichte von Radagon und Marika war. So, Gebetsbuch überreichen. Oh, was haben wir denn hier? Nun gut, dann lernen wir beide zusammen. Ketzerei ist uns hier fremd. Sie ist ein Trugbild. Alles kann verbunden werden. Dass Miriel das sagt, ist immer so ein bisschen interessant, weil Miriel uns ja auch erzählt hat, dass früher eigentlich Schimmersteinzauberei komplett Ketzerei war. Und als dann die Raya Lucaria sich Laendel angeschlossen hat, dadurch, dass Radagon und Rennala geheiratet haben, wurde dann die Schimmersteinzauberei von denen auch tatsächlich Teil der Goldenen Ordnung und Teil von dem ganzen Glaubenssystem. Also es ist sehr flexibel, was sowas angeht. Das heißt, eigentlich prinzipiell könnte wahrscheinlich alles an Zauberei und Anrufung, was sich auf die Seite des Erdenbaums stellt, könnte dann auch Teil der Religion des Erdenbaumes werden. So, Anrufung stehen. Was haben wir hier? Riesenfeuer, verbrenne sie und Flamme, entlade dich. Ah, ganz schön heftig, ne? Eine Anrufung, also Riesenfeuer, verbrenne sie. Eine Anrufung, die ihre Macht direkt von den Feuerriesen bezieht. Schleudert einen riesigen, tosenden Feuerball. Durch Aufladen verstärkt sie die Wirkung und lasst den Feuerball explodieren. In normalen Gebetsbüchern gibt es keine Aufzeichnungen zu dieser Anrufung. Nur wenige auserwählte Prälaten wissen von ihrer Existenz. Arganti war offensichtlich einer davon. Und dann Flamme, entlade dich. Eine Anrufung, die ihre Macht direkt von den Feuerriesen bezieht. Schleudert mehrere Feuerbälle auf einmal. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung und lasst die Feuerbälle explodieren. Es gibt keine Aufzeichnung über diese Anrufung in üblichen Gebetsbüchern, nur auserwählte Prälaten kennen ihre Existenz. Selber Texten, also super. Beide auch mega teuer. 13 und 10.000 Rune, das ist jetzt nicht so wenig. Ja, aber haben einige Anrufe, die auch wichtigen Leuten sind. Apropos, bei Runen sagen. Nun sage ich genau ein bisschen zu viel jetzt ausgegeben dafür, um ein Level zu haben.
So, Kondition auf 25 und danach geht's mit was anderem. Was sagt, da kann ich vielleicht mal gucken, ob man doch nochmal einen anderen Helm nimmt. Sind wir bei. Eigentlich wäre es nämlich ganz cool, unten rechts sieht man das Gleichgewicht. Also ganz rechts der dritte Wert von unten. Speicherplätze, Entdeckung und dann Gleichgewicht. Und der ist eigentlich, wie leicht wird man unterbrochen, wenn man eine Attacke ausführen will und ein Gegner schlägt ein, wie leicht wird man zurückgeschlagen. Oder generell, wie leicht wird man zurückgeschlagen. Und je höher das ist, umso mehr steht man einfach nur fest auf beiden Beinen. Und ich glaube, da gibt es einfach so Werte von, du musst mindestens so viel erreichen. Ich glaube, 51 ist der Wert, ab dem ist dann so die nächste Klasse von Gewicht erreicht. Also es ist sehr fließend, also ab dem stoßen die Dolche nicht mehr zurück und dann Kurzschwerter und dann Langschwert. So ein bisschen so ist es gestaffelt. Aber ich glaube, 51 ist der nächste relevante Wert. Aber ja, das ist immer halt auch, hey, Leistungsrüstung, aber die sieht nicht so gut aus, ne? Ja, nee, danke. Fingerabdruckrüstung macht schon eher was her. Aber ich letzte Mal schon so viel benutzt. Also drüber. Ich beschwert, dass es nicht reicht, die zu benutzen. Nee, das nicht so gut aussieht. Was ist das für eine Ausrüstung? Oder? Voll witzig so. Ach, das ist so eine schöne Kombination. Mit der Fingerabdruckrüstung sieht eigentlich alles bescheuert aus. Außer den Fingerabdruck, ja. Ja, der geht auch. Aber genug von diesem Quatsch. Wo waren wir? Irgendwann finde ich doch nochmal eine schwere Rüstung. Oder ich verzichte irgendwann endlich mal auf die Dornenausrüstung. Das wäre doch eigentlich mal was, klingt gerade. Oh. Radarsbeinschutz können wir mittlerweile ganz gut tragen. Wie sieht der das so aus? Der ist ganz cool. Das sind Fettstiefeln unten. Das können wir uns vom Gewicht her leisten. Wenn wir mal kurz checken, was passiert, wenn ich einen schwereren Talisman ausrüste. Nicht viel. Ist keiner so schwer, wie es aussieht. Weil das ist ja nicht immer mein Problem, dass ich einen Talisman wechsle und dann ist plötzlich so, ach, übrigens, das ist Fat Roll und das finde ich auch nicht so gut. Aber jetzt passt. Ja, perfekt. Dann bleiben wir doch mal so. Dornen sind ja weiterhin an den Handschuhen. Ist ja alles gut. So, gehen wir zu Grabstein der Riesen, heißt die. Genau, wo wir gerade waren. Spannend. So, und hier gucken wir mal. Berggipfel der Riesen Ost. Eine Karte der östlichen Berggipfel der Riesen. Der entlegene, verlassene östliche Gipfel ist der höchste Punkt im Zwischenland und überragt sogar den Flammengipfel im Süden. Was ist denn der Flammengipfel im Süden? Ja. Der einzige Flammengipfel, der mir einfällt, ist der Gelmir, aber der ist ja nicht im Süden. Wo ist der? Kein Plan. Naja, jedenfalls sieht es hier so aus. Also zum einen können wir jetzt hier oben mal ein bisschen sehen, was hier eigentlich so los ist. Also hier sehen wir jetzt den ketzerischen Turm, da waren wir ja vorhin. Hier ist dieser riesige gefrorene See und die Kirche und das Siegelgefängnis. Hier sehen wir die Wächtergarnison. Und hier ist die Kette, über die wir gelaufen sind gerade. Und dann haben wir hier noch so ein ganz großes Gebiet übrig. Und da ist offensichtlich diese Schmiede. Das wäre wohl. Und dieses ganz große Gebiet täuscht ein bisschen. Ja, das fällt mir jetzt auf. Das hier sieht ja aus wie ein umgedrehter kleiner Mann. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt erst. Hier sind ganz viele Gestalten einfach auf der Karte. Also es sind offensichtlich einfach riesige Leichen, aber das ist mir nie aufgefallen, dass man die auf der Karte einfach sehen kann. Hier sieht man sogar welche von diesen gigantischen Schädeln. Hier sieht man ja, der guckt ja offensichtlich in die Richtung hier. Da ist so eine Nase. Ja, und hier genau sind wir. Jetzt ist halt das blöderweise genau die Gnade drunter, aber das ist ja auch ein riesiger Schädel hier. Direkt über uns. Jetzt sehen wir hier nur Rippen, aber naja. Es täuscht aber so ein bisschen, dieses Gebiet hier ist, obwohl es relativ groß ist, eigentlich relativ klein. Aber machen wir das jetzt. Ich wurde nämlich letztes Mal auch schon gefragt, warum ich eigentlich jetzt nicht diese Burg da oben gemacht habe. Und ich muss sagen, so, in dem Moment kam es mir eine gute Idee vor, das erstmal ein bisschen rauszuzögern, aber eigentlich ist es auch nicht so sinnvoll. Ist eigentlich völlig egal. Und hier geht es halt quasi weiter, weil hier wollen wir jetzt zu dieser Schmiede hin, ne? Das werde ich so schnell aber nicht machen. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll wäre, jetzt hier dieses Gebiet erst noch komplett zu machen.
Hier geht's auch noch hin. Da sind wir am Anfang hier ja einmal unten lang geritten und hier haben wir dann so die ganzen Feuermenschen getroffen und sind über diese riesige Brücke, wo der Golem auf uns geschossen hat. Und hier auf der anderen Seite sind die Ruinen von Zamor und hier wurde ich mehrmals von irgendwelchen Vögeln getötet. Aber hier oben drauf, auf diesem Hochplateau, war man noch nicht. Und da kann man halt hier rüberspringen. Das heißt, da ist auch noch irgendwas. Ist schwierig. Ah, ich mache mal hier dieses Gebiet ein bisschen. Wir gucken mal, was hier so ist. Was hier auf jeden Fall ist, sind, dass hier haufenweise riesige Leichen sind. Also es sind ja offensichtlich irgendwelche. Ich sehe nicht so groß wie diese gigantischen Schädel, die man findet, aber es sind schon sehr, sehr große Leute, ne? Da sieht man das Gesicht, einfach auch so ein Bart. Es ist schon irgendeine Form von Riese. Aber ist halt so ganz gefroren und von Dornen überwuchert. Interessant, ob die Dornen hier einfach dann, nachdem er gestorben ist, auf ihm gewachsen sind. Hier sind überall solche Typen. Überall diese Riesen. Die haben auch so geflochtene Zöpfe und so. Und das ist so, wer kommt denn da? Und hier ist einfach ein Troll. Aber der hat Fell. Wow, was war das? Ach du liebes Lieschen. Ewig nicht mehr gegen Trolle gekämpft. Einfach unterschätzt, dass die auch mal stark sein dürfen. Ehrlich. Er hat ein Schwert auf dem Rücken, das ist natürlich spannend. Aber er ist halt so pelzig, als wäre es hier so eine Art lokale Version von Troll. Aber er hat auch dieses riesige Loch im Bauch. Aber wir wissen, Trolle sind auch eigentlich eine Form von Riesen. Aber das hier sind ja wohl anders. Das sind ja keine Trolle. Die sehen ja ganz anders aus. Also nicht ganz anders, aber schon irgendwie. Die sehen sehr viel mehr aus wie einfach so riesige Menschen, wie so Wikingerartige Menschen mit so diesen geflochtenen Zöpfen und sowas. Und die Trolle sind ja wirklich einfach haarig, während die hier. Die sehen schon auch aus, als hätten sie Fell auf dem Rücken, aber ich glaube, es ist eher, weil halt diese. Weil sie einen Pelz auf dem Rücken tragen, also so ein Mantel oder sowas vielleicht. Ja, schau mal näher an. Vielleicht täuscht das auch. Naja, könnte schon auch sein, dass sie so ein bisschen Fell haben. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Eiszapfen, die an den Seiten runterkommen. Ist auch sehr gut möglich. Halte ich sogar für wahrscheinlicher, wenn ich die so anschaue. Also das hier sind nicht einfach solche Trolle. Aber Trolle sind auch Riesen und das sind ja offensichtlich auch irgendwelche Riesen. Also es scheint verschiedene große Riesen zu geben, weil da gibt es ja auch noch den da oben, ne? Das ist ja auch ein Riese offensichtlich. Oder vielleicht ist es auch ein Gott, aber es ist nicht der einäugige Gott, von dem wir gerade gelernt haben. Er hat ja zwei Augen. So. Und es ist hier so eine Gegend, die ist richtig extra dafür gemacht, dass sie möglichst anstrengend ist. Weil hier sind einfach auch Hände. Hier mitten in der Kälte leben hier diese Fingerkriecher. Super. Okay. Ah, hier liegt ja auch eine. Wie viele hier direkt von ihnen ankommen, ne? Die wollen alle was. Richtig nervig. Und das sind ja dann hier nicht nur Fingerkriecher und Trolle. Das wäre ja auch zu einfach. Wäre auch zu nicht ätzend genug. Man sieht es da oben schon so ein bisschen gegen das Licht vom Erdenbaum. Ah, hier ist ein größer Riese. Es sind hier natürlich auch Raben. Weil warum auch nicht? Ist wirklich der Versuch, die anstrengendste Gegend der Welt zu bauen. Also alle Gegner, die man hassen würde, sind hier einfach mal verbaut. Kommen hier einfach vor. Ich ignoriere den einfach, wie man sich's halt so macht. Aber es ist natürlich super interessant zu beachten, dass hier fast alles um einen rum einfach diese gefrorenen Riesen einfach sind. Und da ist eine Kirche. Das ist doch cool. Schauen wir mal, ob ich der Rabe noch verfolgt. Sieht nicht so aus. So, weil hier werde ich jetzt plötzlich einfach automatisch von meinem Pferd gerissen. Invasion durch Okina, blutiger Finger. Haben wir auch schon mal gehört. Ach du liebes Lieschen. Das ist so ein Samurai. Was für einer, der geht ja richtig ab. Oh ja, und der schwingt hier Blut vor sich rum. Das ist natürlich auch cool, ne? So, erstmal noch buffen. Hab ich ganz vergessen. So ist richtig. So ein absoluter Weeaboo. So.
Ein Glück. Der kann euch echt garstig werden. Und der hinterlässt blutige Ströme und die Okina-Maske. Kirche der Ruhe. Gehen wir erstmal hier hin. Holen uns erstmal was hier, was uns zusteht. Und schauen wir uns den Kram gleich mal an. Okina-Maske. Diese hölzerne Maske trägt das Antlitz eines alten Mannes mit gefletschten Zähnen und ist der Grund für den Spitznamen des wohl größten Schwertkämpfers aus dem Schilfland. Erhöht das Geschick und senkt den Fokus. Je schärfer sein Geist wurde, desto weniger konnte er die Absurditäten dieser Welt ignorieren. Und so ließ Okina alles hinter sich und stieg in eine höhere Bewusstseinsebene auf. Dort gab es nur ihn selbst, sein Katana, seine Meisterschaft. Und schon bald wurde aus Okina ein wahrer Dämon mit dem Schwert. Das klingt wie eine sehr typische japanische Samurai-Geschichte. Also der ist in den höheren, ich meine, was gibt's groß zu erzählen? Der ist in den höheren Zustand aufgestiegen und so weiter. Wir haben von Okina aber schon mal gehört. Den Namen haben wir schon irgendwo gelesen. Nämlich hier bei der Rüstung der Weißen Halme war das. Eine Rüstung der Weißen Halme, hergestellt aus verbundenen Eisenplatten, stammt von einem der Inaba, den obersten Jüngern des großen Schwertkämpfers Okina. Die Inaba suchten nicht nur nach ihrem Meister, der sie vor langer Zeit verlassen hatte, sondern auch nach einem ehrenvollen Tod im Kampf. Der Weg der Weißen Halme führte unweigerlich in den Tod und ist perfekt für die Inaba. Nichts ersehnt ein Inaba so sehr, wie durch das Schwert zu fallen. Witzigerweise haben wir die Inaba und die Rüstung der Inaba haben wir hier in der Höhle des Geisterufers gefunden. Und es ist ja dann sehr ja gar nicht so weit weg, ne? Da sind wir ja jetzt nicht direkt um die Ecke, aber schon im Verhältnis dazu, wie groß die Welt ist, relativ nah. Das so. Aber gut, wir wissen jetzt zu diesem Okina nichts weiter, außer dass er irgend so ein richtig, richtig krasser Schwertmeister war. Aber wo wir davon reden, schauen wir uns sein Schwert mal an. Er hat extra so ein schönes Katana hinterlassen. So, weiter irgendwo. Blutige Ströme. Da brauche ich noch einen Schluck. Eine verfluchte Waffe von Okina aus dem Schilfland, die viele Männer das Leben gekostet hat. So weit, so gut. Ganz normales, typisches Katana, typische Samurai-Geschichte. Aber dann, als Mog, der Fürst des Blutes, Okinas Schwert und Wahnsinn am eigenen Leib erfuhr, bot er ihm das Leben eines Dämons an, dessen Durst nie ungestillt bleiben würde. Der hat gegen den Fürst des Blutes, Mog, gekämpft. Und Mog war so beeindruckt, dass er gesagt hat: Weißt du was, du bist jetzt einer von meinen, wenn du willst. Durch ihn ist er dann zu einem Dämon geworden. In der Maske hat sich das sehr gelesen, als wäre er hat diesen höheren Zustand erreicht und hat er nur noch gekämpft und dadurch ist er quasi ein Dämon. Aber das war gar nicht alles. Mog hat ihm das gegeben. So, einzigartig Talent, blutiger Metzler, erzeugt eine Klinge aus verfluchtem Blut und wiederholte miteinander verflochtene, aufeinanderfolgende Angriffe mit. So komischer Satz. Erzeugt eine Klinge aus verfluchtem Blut, um wiederholte, miteinander verflochtene, aufeinanderfolgende Angriffe auszuführen. So. Mit einer weiteren Eingabe führt ihr zusätzlichen Angriffsserien aus. Okay, egal. Das war mal ein krasser Fanliebling, aber ich glaube, inzwischen ist es genervt. Absolut. Absolut. Blutige Ströme war ein absoluter Favorite für die Leute. Ich kann es, glaube ich. Ich kann mal gucken, ob ich es irgendwie schaffe, die zu tragen, so dass man die Fähigkeit nochmal sehen kann. Wir haben es jetzt bei ihm schon gesehen, aber das geht natürlich sehr schnell. Jetzt brauche ich 18 Geschick und 20 Arkan. Das muss ich irgendwie hinkriegen. Wir haben auch so schön so. Für Arkan gibt es doch so hier 19 Arkan. Das kriege ich doch hin. So, dann nehmen wir nämlich jetzt hier noch das Marika-Wundsiegel, Narbensiegel. Genau, das war 22. Dann nehmen wir noch hier, ich sag das Geschick gerade. 15, das kann man auch noch hochpushen. Ich hier nicht mal an. Hier, ich meine, es ist ein blutiges Katana, ist ja sowieso schon klar, das lieben ja alle sowieso. Aber wenn man dann die Kriegsasche davon nimmt, dieses Blut vor einem, so richtig schnell, das verursacht mega viel Blutung, es ist echt stark. Es sind ja total viele Angriffe auch. Blutung ist ja auch einfach extrem mächtig. Aber richtig geschrieben. Wurde rauf und runter genervt. Das war eine Weile im PvP, soweit ich weiß, wirklich alles, was die Leute benutzt haben. Es war im PvE mega mächtig. Ich habe es bei meinem ersten Spielverlauf auch in der Hand gehabt und habe gedacht, das ist ja unglaublich.
Ich wusste nicht, dass es eine der mächtigsten Waffen ist, aber ich habe es ausprobiert und war so, wow, krass, das ist ja voll mächtig und habe es natürlich benutzt. Das wird einen Unterschied machen. Aber dann, ja, wurde es so extrem genervt, dass es heutzutage eigentlich fast nicht mehr brauchbar ist. Es ist fast schade. Also es ist immer noch gut, es ist ein gutes Katana, Blutung verursachen und so weiter, das ist sehr schön. Aber gerade die Kriegsasche ist einfach nicht mehr gut genug, um es zu rechtfertigen. Und dann ist tatsächlich, wenn die Kriegsasche es nicht wert ist, dann ist tatsächlich das ganz gewöhnliche Uchi-Katana, also das Katana, mit dem der Samurai als Startklasse anfängt, einfach besser. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, unten bei Passiv-Effekte löst Blutverlust 30 aus und das Uchi-Katana hat 45. Tatsächlich ist es das mit dem allerniedrigsten Blutverlust, abgesehen von Katanas, die halt kein Blut verursachen, wie eben Schlangenknochenklinge oder Drachenschuppenklinge. Alles andere verursacht mehr Blutverlust. Das ist echt komisch, oder? Dafür, dass das Blut-Katana ist. Aber, wo wir von Katanas reden: Katana mit langer einschneidender Klinge, die einzige Waffe der Samurai aus dem Schilfland. Klinge mit Wellenmuster ist außergewöhnlich scharf und ihre Schnittangriffe führen zu Blutverlust. Auch interessant, Nagakiba. Katana mit sehr langer Klinge, die bevorzugte Waffe von Jura, dem Jäger der blutigen Finger. Und Jura, der Jäger der blutigen Finger, ist dann ja offensichtlich auch aus dem Schilfland, weil der ist ja auch so ein Bujabu. Der hat ja auch diese Samurai-Rüstung und diesen komischen Wäschekorb-Helm. Weil ich gerade überhaupt nicht sicher bin, wie wir an den rankommen. Also ich habe eine Idee, aber ich bin da so ein bisschen unsicher. Das heißt, der jagt die blutigen Finger und kommt aus dem Schilfland. Und jetzt haben wir hier Okina, den wahrscheinlich bekanntesten, krassesten blutigen Finger gefunden. Und der ist auch aus dem Schilfland. Das scheint sehr. Vielleicht hat er den ursprünglich gejagt oder sowas. Der Rest sind hier nur so nicht ganz so sehr Schilfland-Sachen. Warte, warte, das Kreuz Naginata und so ist ja zum Beispiel noch so ein Ding. Und das Wakizashi. Selbst dieser Speer verursacht mehr Blutung. Aber da ist nirgendwo jetzt wirklich konkret Text dabei, der sich aufs Schilfland bezieht oder irgendwas darüber sagt. Aber es hat seinen Grund, warum ich so ein bisschen. Ah, hier. Das Wakizashi, das ist so ein kleiner Dolch. Ein Kurzschwert mit wellenförmigem Klingenmuster. Eine einzigartige Waffe der Schilflandkrieger. Blutverlust. Ja, selbstverständlich. 38 sogar. Also auch mehr als das blutige Ströme. Diese Schwerter gelten meist als Nebenwaffen. Ein dämonischer Schwertkämpfer namens Okina führte diese Waffe jedoch in der linken Hand und in der rechten ein Katana. Hat er tatsächlich auch gerade gemacht. Ich bin verwirrt, warum da steht, diese Schwerter gelten meist als Nebenwaffen und das heißt für mich, aha, Nebenhandwaffe. Und er sagt, und der Okina ist aber besonders, der führt es in der linken Hand. Aber in der linken Hand wäre die Nebenhandwaffe. Und mit Nebenwaffe ist eben hier gemeint eine Ersatzwaffe. Ich habe normalerweise mein Schwert, aber in besonderen Situationen nehme ich meinen Wakizashi. Aber er hat beide gleichzeitig geführt. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil Katanas sind ja eigentlich Waffen, die man zweihändig führen würde. Aber es ist cool, dass selbst hier im Wakizashi Okina schon erwähnt war. Der scheint wirklich ein großes Tier zu sein. Dafür, dass wir ihn jetzt hier einmal treffen und das war's auch wieder. Mehr werden wir über Okina wahrscheinlich gar nicht mehr erfahren. Aber wenn man sich halt so Schilfland-Sachen ansieht, dann kommt da immer so ein bisschen dieses Bild raus von, da ist ein blutiger Krieg. So hier Schilfland-Rüstung. Ja, irgendwo stand da doch auch noch was drüber. Dass im, muss kurz zu Helm und so anschauen, ob da was anders ist. Wenn ich den Helm finde, hier. Genau, hier. Seit langer Zeit tobt im Schilfland ein furchtbarer Bürgerkrieg. Ebenso lang entfremdet sich das Land mit jedem Tag mehr von seinen Nachbarn. Es ist also keine große Überraschung, dass angeblich alle in diesem Land einem blutrünstigen Wahn verfallen sind. Also, das ist ja dann kein Zufall, dass die alle quasi blutrünstig sind. Und alles, was man an Gegenständen und vor allen Dingen Waffen findet, die mit dem Schilfland zu tun haben, verursacht Blutung. Und die sind so blutrünstig, dass einer von denen es geschafft hat, Mog, den Fürst des Blutes, zu beeindrucken. Und ich glaube, man muss schon sehr, sehr, sehr blutrünstig sein, um den buchstäblichen Fürst des Blutes damit zu beeindrucken. Also ich weiß nicht, wie der Fürst des Blutes drauf ist und was für ein Verhältnis er zum Blut hat, aber anhand des Namens würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich finde der blutrünstig sein ziemlich gut. So. Ah, cool, wir können die Flasche verstärken. So, und damit sind unsere Flaschen bis aufs Maximum verstärkt. Und die Flaschenaufladungen sind aufs Maximum verstärkt. Wow.
Was bedeutet? Plus 12. Wir haben 14 Flaschen plus 12. Super seltsame Zahlen. Ganz ehrlich, mega komisch. Ich glaube, in Dark Souls 3 war das, man hat am Ende 15 Flaschen auf plus 10. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, wie es zu diesen Zahlen kam. Kommt mir komisch vor, aber ich meine, es ist ja auch sehr arbiträr zu sagen, dass 5 und 10 und so genau die wichtigen Zahlen sein sollen. Warum nicht? Warum soll es nicht 14 und 12 sein? So. Jetzt gibt es hier so ein bisschen Sachen, die man sich angucken kann. Hey, da vorne ist Feuerschnecke im Schnee. Witzig. So, hier direkt neben der Kirche. Die hat doch auch so einen interessanten Namen. Kirche der Ruhe. Keine Ahnung. Hier ist ein Schmetterling auf der Kirche. Interessant. Wir sind ja auch immer überall diese roten Funken. Aber es ist nicht klar, woher. Woher kommt das? Aber hier ist ein noch viel größerer gefühlter Schädel. Und da oben sitzt ein Rabe. Hier kann man noch. Zum einen kann man hier rein. Hier liegt was Goldenes. Wow. Ein uralter Drachenschmiedestein. Ich glaube, da haben wir sogar schon einen. Ah, da haben wir sogar schon drei mittlerweile. Also der ist, um Waffen auf plus 25 zu bringen. Was wir noch nicht haben, ist ein uralter Dunkeldrachenschmiedestein. Ist ja auch irgendwie fies. Wir benutzen nur Dunkelschmiedesteinwaffen und finden keinen Schmiedestein dafür. Und dann ist hier auch cool ein Geisterquell. Damit kann man praktisch auf diesen Schädel hochspringen. Also zum einen gibt es hier ein Item und zum anderen hat man natürlich eine echt coole Aussicht. Hier gibt es Kriegsasche-Trollbrüllen. Ist da unten was los? Weil man sich wundert, warum da die ganze Zeit Sachen kämpfen, das sind Trolle und Raben kämpfen da gegeneinander. So, Kriegsasche-Trollbrüllen. Eine Kriegsasche, bei der tatsächlich, ich weise ja immer darauf hin, wenn was Besonderes statt einem einfach nur generischen Menschen ist. Hier ist ein Troll. Trollbrüllen. Blickt in die Ferne und stoßt ein gewaltiges Gebrüll aus, dessen mächtige Schockwelle umstehende Gegner zurückstößt. Setzt mit einem starken Angriff nach, um einen Abwehrschlag auszuführen. Und das ist für große Schwerter, Riesenschwerter, Äxte und Hämmer. Und es ist so ein bisschen die Fortsetzung von: Wir hatten Kriegsgebrüll, Barbarenbrüllen, Trollbrüllen. Das wird immer höher. Und tatsächlich ist ja auch der. Ich meine, wir haben ja schon oft gesehen, wie Trolle brüllen. Und das ist ja nämlich diese Schockwelle, die sie auf einen schießen. Und Medaillon des Brüllens zeigt ja auch einen Riesen. Die Riesen waren einst Todfeinde des Erdenbaums. Ihr Gebrüll verwüstete die Natur, löste Lawinen aus und entfachte flammende Stürme. Und wenn wir uns die Gegend hier anschauen, die Natur ist verwüstet. Und es ist alles so. Es ist sehr leicht vorstellbar, dass Sachen hier Lawinen auslösen, aber dann ist auch noch so entfachte Flammen. Was war das? Flammende Stürme. So, man schaut sich das mal an, hier fliegen immer diese Funken. Als wären das irgendwie Überreste von was auch immer hier passiert ist. Und wir finden das Trollbrüllen ja nicht umsonst hier, auf dem Schädel von einem Riesen. Und wenn Trolle auch Riesen sind, dann ist ja nicht gesagt, dass andere Riesen nicht ebenso diese Fähigkeiten beherrschen. Oh, und von hier sieht man richtig den Weg bis zur Schmiede. Also hier kann man total schon sehen, wo wir eigentlich lang müssen. Das ist eigentlich gerade um die Ecke, ne? Ist wirklich so, hey, das ist eine Gnade. Da ist eine kleine Kette rüber. Hier hinter den Bäumen auch, aber das sieht man nicht. Und dann geht man einfach da hoch. Da ist dann die Schmiede. Also wir sind wirklich schon fast am Ziel. So, wir kommen jetzt hier wieder runter, ohne zu sterben. Wahrscheinlich muss ich genauso auf die Geisterquelle zurückspringen. So, dann gehe ich mal in die Richtung weiter. Das ist ein bisschen unsicher, wie man jetzt hier diese Gegend am besten macht. Bei mir kommt es immer vor, als wäre es einfach so ein. Ja, das ist halt eine Gegend und man rennt halt ein bisschen mit dem Pferd durch und schnappt sich, was man kriegen kann, weil so viel ist jetzt hier echt nicht zu sehen. Außer halt, also von der Gegend her ist hier viel zu sehen. Diese ganzen riesigen Leichen machen schon echt was her und werfen, finde ich, extrem Fragen auf, was hier mal passiert ist. Vor allem diese Leichen sind ja wirklich auch von diesen Dornenbäumen durchbohrt. Das haben wir noch gar nicht richtig angeschaut. Ist ja nicht so, als würden einfach nur Dornenranken auf denen wachsen, sondern das Ding hier ist ja offensichtlich aus dem Boden raus durch den durchgebrettert. Oder er wurde aufgespießt auf das. Und es sind ja diese Dinger, die unten die Feuermönche und so auch als Bäume quasi haben. Ich behaupte mal, die beschwören die, weil die beschwören ja dauernd so Runen und sowas. Vielleicht auch eine riesige Waffe gewesen, mit der jemand da durchgerammt ist. Aber wer soll es gewesen sein? Das sind die Riesen. Wer ist denn größer als die Riesen? Also Drachen vielleicht, aber das haben wir jetzt hier keine. Oh Gott, da sieht man ganz viele Hände. Die sind eklig.
So, hier kann man nämlich auch einfach rüber, aber spannend. Die Fackel hier ist ja auch so ein Ding. Ist mir nicht aufgefallen bisher. Und das finde ich echt interessant, weil es so offensichtlich waren diese Feuermönche wirklich irgendwas, was hier gegen diese Riesen gekämpft hat oder was auch immer die für Fähigkeiten haben, war mit dabei im Kampf gegen die. So kann ich ja runter. Ja. Oh Gott, diese Hand da oben. Ach du Heilige. Oh, das sind Füße. So, ich darf noch einen Screenshot machen für den Fernseher. Das ich lasse. Weil die Hand da oben ist auch witzig. Weil die wird nämlich auch ausgelöst, wenn man hier weitergeht. Bam. Dann landet die aber auf diesem Vogel drauf. Gott, ist die groß. Ich hoffe, die hat mich gesehen. Größten Hände in der Welt. Vielleicht von Riesen. Das ist naheliegend. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich meine, die Dinger sind ja, ich habe ja schon mal drüber geredet, dass die wahrscheinlich wie sowas von Rykard oder sowas sind. Warum hier jetzt welche rumrennen, weiß ich nicht. Aber dass hier auch so große rumrennen, irgendwoher müssen die Finger ja kommen. Also es sind. Sind es Finger, die irgendwie abgetrennt wurden und dann zu den Wesen wurden, oder sind es Wesen, die wirklich einfach so aussehen? Aber es passt ja irgendwie, dass hier, wo diese ganzen Riesen sind, auch die Hände so mäßig sind. Bist ein großer Riese, brauchst doch große Hände. So. Der hat ja von den eingedellten Schädel. Ekelhaft. So, das Item, was da liegt, will ich gar nicht so richtig rausfinden. Was ist bestimmt nichts Wichtiges. Aber wir gucken mal, was die große Hand macht, die irgendwo anders hinrennt. Die sucht sich eben neue Opfer, glaube ich. Wow. Na gut. Schauen wir mal hier oben in der Richtung. Natürlich, hier sind auch noch Hunde. Haben ja gerade noch gefehlt. Also diese Hunde-Dinosaurier. Und hier über diese Ketten geht es ja rüber, habe ich ja schon gesagt. Und da geht es dann zur Schmiede. Und ich meine, das ist ja dann echt sehr naheliegend. Das hier ist ein Bosskampf. Also das da drüben ist einfach eine Bosskampfarena. Dieses ganze Ding hier ist eine Bosskampfarena. Wo man halt durch muss, um zu der Schmiede zu kommen. Und den werde ich jetzt so schnell nicht machen. Da mache ich, glaube ich, erstmal den Rest. Den Boss, der da drin ist, der ist cool. Der ist schöner hier Abschluss. Ich meine, man kann sich natürlich ungefähr vorstellen, was es sein könnte. Aber ich will den jetzt einfach noch nicht machen. Da würde ich erstmal anderen Kram vorher machen. Der geht dann sehr Richtung Finale. So, hier ist ein Baum. Hier schläft ein Troll. Voll süß. Oh, ach du Heilige. Da wirft einer mit Töpfen auf uns. Hey, der war doch gerade voll beschädigt und ist einfach wieder aufgestanden. Jetzt ist er einfach wieder am Leben. Ist spannend, hier ist so ein kleines Lagerfeuer tatsächlich. Also ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Außer dass halt anscheinend hier auch kleinere Leute waren als nur diese gigantischen Riesen. Und hier kann man richtig gut dieses Spiel sehen. Und da sieht man die Arena, aber man sieht nicht, was da für ein Boss ist. Schade. Aber da wollen wir hin. Man sieht ja auch die Kette, über die man da muss. Ach du Scheiße. Bleibt mir auch schön weg. Okay, man muss einfach hinter dem bleiben, dann können die ja nicht so viel tun. Eieiei. Und hier stehen diese ganzen Trolle und die kämpfen gegen die Hände. Der wirft da, die werfen ja diese Kugel, da hat mich ja gerade auch einer einfach eiskalt damit abgeworfen. Das haben wir schon einmal gesehen, dass Trolle diese magischen explodierenden Krüge schmeißen. Ich kann die Karte nicht aufmachen, weil ich glaube ich mit dem tatsächlich. Oh, okay, so viel dazu.
Gerade so, ja, weil ich glaube, ich dachte, ich wäre mit dem da hinten noch im Kampf, aber hier ist da drüben offensichtlich einer, mit dem ich im Kampf bin. Okay, cool. Wo ist der denn? Ach, da ganz da auf der anderen Seite. Da chillt er und wartet darauf, jemanden zu sehen, den er abwerfen kann. Da hinten, in der Mitte jetzt genau. Schade, ich wollte mich nur umgucken. Die werfen nicht halt Krüge, das haben wir schon mal gesehen in Caelid bei Celia. Da ist auch so ein normaler Troll, also nicht so ein haariger, aber der wirft auch mit so Krügen, die explodieren auf einen, also mit so magisch explodierenden Krügen. So, hier ist mal wieder eine goldene Saat, die wir natürlich nicht mehr brauchen, weil wir auf Maximum sind, aber was soll's. Und hier ist natürlich so ein bisschen so, was machst du denn jetzt hier? Hier sind ganz viele von diesen Trollen und die warten ja nur darauf, dass man hier durchreitet, damit sie einen abwerfen können. Das alles für, was liegt hier? Wow. Und dann kommt das hier. Ne? Oh, jojo, jetzt hat's mich. Ja. Ja, das war's. Vielleicht hassen die sich gegenseitig. Mann, das mache ich echt gut, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Hand hierher kommt, aber der ist es alles egal, was hier passiert. Der ist nicht egal, was hier passiert, die warten nur darauf, dass ich komme. Ja, super. Schade, ich hatte echt gehofft, die legen sich mit dieser riesigen Hand an, aber tun sie nicht. Ist denen egal. Dann gehe ich hier einfach mal weiter. So, hier unten will man nämlich dann hin. Also, das ist der ganze Grund, warum man sich mit diesem ganzen Quatsch hier überhaupt auseinandersetzt. Das ist echt einfach nur der Weg hier runter. Der jetzt natürlich entspannter ist, weil jetzt sind alle Gegner oben und kommen einem nicht hinterher. Aber man ist natürlich noch nicht raus, weil hier sind auch noch kleine von diesen Finger, Kriechern, die einem auch einfach im Weg sind. All der ganze Quatsch endet auf einem so engen Pfad, wo unglaublich viele von denen auch wieder sind. Das heißt, es ist echt nervig, sich hier durchzukämpfen, aber man kann ja aber reiten, man muss so aufpassen. Ich glaube auch nicht, dass es so gedacht ist, dass man sich durchkämpft. Aber das weiß man ja nie. All das nur für eine von diesen Schalen, in denen immer Tränen für, ja, Blasentränen sind. Und hier kann man jetzt einfach an so Grabsteinen so ganz klassisch runterspringen. Ist wieder schön am Anfang von diesem kleinen Gebiet. Ich setze mich mal hin. Und das war jetzt für eine einzelne von den Tränen, für die Flaschen, also von den Kristalltränen, und zwar für purpurrote Blasenträne war es, oder? Ja, war es Purpur-Wirbelblasenträne. Warte, die purpurrote Blasenträne war resultierende Gemisch regeneriert LP im Augenblick des Todes. Und das hier ist das resultierende Gemisch verwandelt erlittenen Schaden in LP-Regeneration. Körperliche Schaden kann aber nicht umgewandelt werden. Nee, da war es die hier. Das resultierende Gemisch regeneriert LP im Augenblick des Todes. Sehr so, ah, du dachtest, du stirbst, aber du lebst jetzt doch. Also in dem Moment, wo du stirbst, kriegt man einfach wieder Leben zurück. Das ist so ein bisschen so ein Fail-Safe, den man gerne mal benutzen kann, wenn man leicht gewone-hittet wird zum Beispiel. Ja, ist nicht verkehrt. Ist jetzt nicht so mega, also meiner Meinung nach nicht jetzt so mega geil, dass es rechtfertigt, dass es hier die versteckteste von allen von diesen Kristalltränen ist. Aber gut, so ist es manchmal. Jetzt überlege ich kurz. Hier rüber? Eigentlich witzig, ja. Diese Trolle hier, die dieses Loch im Bauch haben, ich habe es ja bei den normalen Trollen auch schon mal bemerkt, dass die alle so ein komisches Loch im Bauch haben. So ein riesiges. Und dass dann da so Wurzeln drin verankert sind, die so eine komische Steintafel irgendwie an Ort und Stelle halten.
Und solche Steintafeln haben wir ja auch schon gesehen, dann später in Laendel, in dem Schlafzimmer der Königin, lagen hunderte von diesen Steintafeln. Und ich glaube, da hatte ich in dem Moment ja sogar schon erwähnt, so, hey, vielleicht sind diese Steintafeln eben von hier, vielleicht macht die die, um damit diese Trolle zu kontrollieren. Die Trolle, die ja die Riesen quasi mehr oder weniger verraten haben. Ich weiß gar nicht mehr, woher man das weiß. Kurz gucken, ob ich immer verfolgt. Ich glaube nicht. Bei Trollschwertern oder sowas? Ein Schwert, das den niederen Riesen verliehen wurde, die vor langer Zeit im Krieg gegen die Riesen für den Erdenbaum kämpften. Also niedere Riesen haben gegen Riesen gekämpft für den Erdenbaum. Die Vergoldung, mit der diese Schwerter einst verziert waren, ist längst abgeblättert. Obwohl die Riesen ihren Verstand verloren haben, hüten sie diese Schwerter wie ihr Leben. Ja, und hier ist halt noch das Troll-Ritterschwert. Das ist einfach diese Trolle, die bei der Kari in den Dienst getreten sind und die waren gleichberechtigt Seite an Seite mit ihren menschlichen Waffenbrüdern. Was natürlich bei der Kari ja was ganz Besonderes ist, weil überall anders sind die Trolle ja eigentlich einfach nur als Diener angesehen, aber in der Reihe Lucaria sind sie gleichwertige Bürger. So, und hier haben wir endlich mal wieder so ein Schwert mal. Muss ich noch was rausfinden. Dem scheint alles egal zu sein. Okay. War ganz witzig, aber der Sternregen war jetzt nicht sonst wie krass, ehrlich gesagt. Den habe ich jetzt auch nur weggemacht, weil ich Angst habe, dass er irgendwie Blödsinn macht. Da unten sind die Ruinen von Zamor. Da sind wir vor ein paar Wochen vorbeigekommen. Genau, da ist das Gebiet, wo ganz viele irgendwelche Vögel sind und so. Und da sieht man da die ersten von diesen Dorn-Dingern und. Unten zwischen diesen Steinen ist man durch und da war dann irgendwann eine Katakombe. Und jetzt hier sieht man schon, ah, da kann man jetzt oben zu diesem Heldengrab. Aber jetzt schauen wir erstmal dieses Schwertdenkmal hier an. Der Krieg gegen die Riesen. Die Helden ziehen in die Schlacht. Der Verrat der Trolle. Das Feuer erlischt. Das Zeitalter des Erdenbaums beginnt. Das sind haufenweise kleine Sätze. Die Helden ziehen in die Schlacht, ist natürlich, also klar, Krieg gegen die Riesen ist, worum es hier in dem Gebiet ja überhaupt geht. Die Helden ziehen in die Schlacht sind wahrscheinlich sehr die Leute von Laendel und so gemeint. Ich habe das Gefühl, diese Schwertdenkmale sind immer so ein bisschen aus der Sicht des Erdenbaums oder der Kultur des Erdenbaums und von Laendel. Die Helden sind natürlich dann Leute wie Godfrey und Radagon und so. Der Verrat der Trolle ist offensichtlich, die Trolle haben die Riesen verraten. Ich meine, die Trolle sind ja quasi niedere Riesen, also vielleicht sind die da sowas wie die Unterschicht gewesen. Vielleicht wurden die selbst innerhalb der Riesen nicht gleichberechtigt behandelt und das erklärt, warum das bei der Raya Lucaria so besonders für die war. Das Feuer erlischt. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit von der Flamme des Ruins gehört und von dem alten Gott, der das Feuer selbst war oder sowas, der von der Legende nach Marika besiegt wurde. Und dann das Zeitalter des Erdenbaums beginnt. Bevor die Riesen nicht besiegt waren, war noch nicht wirklich das Zeitalter des Erdenbaums. Da haben wir letzte Woche schon mal drüber geredet. Dass es das so ein bisschen eingeleitet hat, weil solange die Riesen noch existiert haben, ja, die Flamme des Ruins besaßen, war natürlich das Zeitalter des Erdenbaums noch nicht ganz so sinnvoll. Hast du gedacht? Kann er da drüber? Nee. Dass der da so hochgeklettert kommt, während man über die Schlucht springen will. Und hier ist es einfach nur so ein riesiges, eisiges Plateau. Mit einem Eingang zum Heldengrab. Ich weiß gar nicht, ob hier außenrum noch irgendwas anderes ist, außer einfach einer schönen Aussicht. Oh ja, hier ist, dass man dieses andere Gebiet noch sieht, was man vorher doch noch gar nicht waren. Und das Gebiet würde ich gerne machen, bevor ich dann, was auch immer hier der Boss auf diesem Plateau ist, angehe.
Das heißt jetzt erstmal dieses Heldengrab und dann geht es in Richtung diesen Gebietes und halt erstmal alles, was man dafür machen muss, um dahin zu kommen. Und so leicht ist es natürlich nicht. Weil man sollte meinen, wir sind jetzt hier beim Endboss angekommen und sonst haben wir ja eigentlich fast alles gesehen. Aber ist nicht so. Ich finde es immer noch sehr irritierend, dass Zamor wirklich so klein ist. Die Helden von Zamor, das wirkt, als wäre es irgendwie eine gigantische Armee aus einem eigenen Land, aber es ist einfach echt nur, es sind Leute aus einer einzigen kleinen Stadt. Naja, schauen wir mal, was hier drin ist. Die Statue da oben ist, glaube ich, eine andere als bei anderen Heldengräbern. Miyazaki hat doch viel Inspiration von Breath of the Wild gehabt für seine erste Open World. Das musst du mir jetzt, glaube ich, erklären, weil ich habe Breath of the Wild nie gespielt, deswegen kann ich natürlich nicht sagen, was damit gemeint ist. So, Grab des heroischen Wiesentöters. Eieiei. Ich meine, da war ja draußen extra dieses Mal für den Wiesentöter. So, obligatorisch. Steinschwert, Schlüsseltür, irgendein Item und irgendein Gegner ist da ja normalerweise dahinter. In dem Fall ist es nur ein Item. Eine kleine Bibliothek und Lamme beschütze mich. Ach so, da gibt es auch Tafeln, die die Geschichte von legendären Helden überliefert. Ja, okay. Habe ich allerdings schon in sehr, sehr vielen Videospielen gesehen. Deswegen würde ich jetzt nicht einfach mal sagen, dass das von Breath of the Wild inspiriert ist. Das ist, glaube ich, eher ein ganz normaler Trope. Also ich habe es zum Beispiel in Conan Exiles auch schon gesehen und das ist ja noch mal ein bisschen älter. Ich glaube jetzt nicht, dass Miyazaki Conan Exiles gespielt hat, aber das ist halt das Erste, was mir einfällt. Aber so Tafeln, wo Geschichte draufsteht, ist ja auch was, was es im echten Leben auch gibt. Also da, auf Steintafeln, meistens sind Steintafeln das Einzige, was noch übrig bleibt, weil Papier und sowas halt verrottet. Interessant finde ich, wo ich gerade erwähnt habe, in Conan Exiles gibt es auch. In Conan Exiles gibt es nämlich auch dieses Schwertdenkmal. Und dieses Schwertdenkmal ist dort einzigartig, ist aber inspiriert auch an etwas aus dem echten Leben. Es gibt nämlich in Norwegen tatsächlich so ein riesiges Denkmal, was wie mehrere Schwerter aussieht, was auch schon uralt zu sein scheint. Also bei so Sachen immer so, ist es voneinander inspiriert oder hat es zufällig die gleiche Inspirationsquelle? So, was war das? Flamme beschütze mich haben wir jetzt bekommen. Die älteste Anrufung der Feuermönche. Oh, okay. Erzeugt ein inneres Feuer, das die Feuerschadenresistenz deutlich erhöht. Es heißt, diese Anrufung sei vor langer Zeit im Krieg gegen die Riesen eingesetzt worden. Sie schützte damals die Helden des Erdenbaums. Das ergibt Sinn. Die Feuermönche haben ja angefangen als Leute, die für den Erdenbaum kämpfen und gegen die Riesen kämpfen und gegen die Flamme des Ruins kämpfen. Ist ja dann sinnvoll, dass die erste Anrufung von denen was ist, was einfach vor Feuerschaden schützt. Weil die Riesen ja diese Flamme führen. So, schauen wir mal, was ich nicht ausgerüstet. Ja, ich habe das Gefühl, hier kann man aber sowas anziehen. Nur so. Feuermensch einfach. Weg mit dir. So. Gibt ja auch Sinn, dass hier ein Heldengrab ist für das Helden. Wie heißt das? Grab des heroischen Riesentöters und die rennen Feuermönche drin. So, hier kann man sogar schon so ein bisschen runterschauen. Cool. Man sieht nichts, aber man kann runterschauen. Was hier natürlich der spannendste Teil ist, ist, dass hier diese Wand einem vielleicht direkt auffällt. Das hatte ich zumindest schon. Dann kann man hier noch weiter runterschauen und sieht nichts. Cool. Und hier kriegt man als Belohnung Goldene Rune 11. Und da sieht man, ah, da sieht man aber, da sitzt ja so ein Wichtel. Und der ist ganz schwarz, also so ein Schattenwichtel. Das heißt, wir brauchen den Lichtkreis, genau. Und hier packt dieses Heldengrab den richtigen Bullshit aus. Das ist nämlich eine. Ein Wachhund. Ein, wie heißen die? Erdenbaum-Wachhund. Wächter des Erdenbaums, wie auch immer. Wächterstatue.
Und der ist auch so im Schatten. Das heißt, den muss man auch ins Licht locken. Und das ist, wenn ich nicht hier runtergesprungen wäre, dann wäre man da vorne einfach über den Weg diese Treppe da runtergekommen. Dann steht man sich plötzlich mit diesem Wachhund konfrontiert, den man nicht beschädigen kann, bis man ihn hier reinlockt. Und wenn man ihn hier reinlockt, kommen diese beiden Wichtel von oben runter und versuchen einen zu töten. Ist ja auch cool. So, auf den lasse ich mich jetzt trotzdem mal ein. Hallo, guten Tag. Der hier Frostschaden, gar nicht Feuer. Ah, super. Jo, okay, so viel dazu. Aus Gründen, die ich nicht verstehe, erwischen die mich immer auf dem falschen Fuß. Jedes Mal, wenn ich gegen die kämpfe, bin ich plötzlich so, ich habe komplett vergessen, wie die gehen. Dabei war es buchstäblich der allererste Boss, den ich in Elden Ring bekämpft habe. Abgesehen vom Tutorial-Boss natürlich. Ich erinnere mich noch damals, als Elden Ring released wurde und ich brav erstmal richtig das Moveset von denen gelernt habe und dachte, das muss ich lernen, weil es wird sich auszahlen. Und natürlich ist das Moveset, was ich von allen dann am alleröftesten wieder vergessen habe. Aber weil der keinen Feuerschaden macht, nehme ich mal vielleicht doch wieder aufgeladene Angriffe. Ist nicht, dass wenn ich der Sprungangriff ist gegen die aus. Also da kommt man oft zu Sprungangriffen. Deswegen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich mit dem anlegen will. Ich werde noch genug von denen treffen, keine Sorge. Ich lasse den in Ruhe. Ist mir jetzt egal. So, ah genau, und hier ist jetzt Feuer. Super. Und klar, hier ist das Typische, ja, da vorne ist einer von diesen Säulen und da ist dann rechts so eine kleine Nische, wo man dann reinrennen kann, um Feuer vorbeizukommen. Und da wartet natürlich dann direkt auch ein Gegner auf einen. Und deswegen schieße ich mal einen Bogen auf die Säule. Guck mal, dass ich das auch so erledige. Okay, die Säule hat einfach auch Statuen an der Stelle, wo eigentlich, wenn kein Feuerwehr rauskommt. Das ist natürlich super irritierend, wenn man es so sieht, aber. Weil der Gegner, der hier wartet, ist halt auch einfach ein Feuermönch. Das ist halt auch asozial, oder? Dieses Heldengrab hat es echt in sich. Ja, für nix. Auch interessant, da oben ist dann so ein Loch in der Decke, aber die Säule selbst geht gar nicht so weit hoch. So, mal schauen, ist hier noch was los? Ist natürlich so einer. So. Hier muss man einen Schlüssel benutzen. Der lohnt sich auch richtig heftig, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, war das einer der nutzlosesten Räume. Okay, jedenfalls der Steinschwertschlüssel kaputt. Und hier ist dieses Loch, was wir gerade von unten gesehen haben. Was halt hier das richtig Wichtige ist, da ist so eine Rosestatue, die diesen Lichtschein hat. Der Lichtschein geht immer irgendwo hin und dann wirft er diesen Schein auf den Boden und da kann man Schattengegner reinlocken. Und dann, ja, kriegen die halt, dann werden die halt normal. Aber hier muss man extra diese Statue aktivieren. Weil dieser Lichtschein nur auf vollständigen Böden erscheinen kann. Und die Statue war runtergefahren, weil ich mit dem Bogen drauf geschossen habe. Jetzt ist sie wieder aktiv. Jetzt schießt sie halt genau hier unter uns in dem Gang, wo ich gerade rausgekommen bin, einfach Feuer lang. Cool. Aber jetzt wissen wir ja schon, ah, okay, das heißt, da kommen gleich wieder irgendwelche Schattengegner. So, wo sind sie? Ach, da sind sie. Wo bist
Statue runtergefahren. Okay, sehr gut. Der hat die Statue, glaube ich, geschlagen. Das war nicht so gut. Gott, der ist ja auch ewig langsam. Los. Ich glaube, damit sind alle drei erledigt. Und all das für... Ja, okay, den Schädelkerzenständer. Na gut. So, die Statue mal da runter, das nervt mich. So, der Schädelkerzenständer ist eine Waffe, die die Feuerprälaten benutzen. Genau hier, ein Kriegshammer. Ein Kerzenständer der Jünger von Birak, dem heiligsten Feuermönch-Prälaten der Flamme der Riesen. Ich glaube nicht, dass wir den Namen Birak nochmal irgendwo hören. Bekümmert über den Stolz und die Ruchlosigkeit, mit der die Mönche ihre Flamme führten, trennte Birak selbst seinen Kopf ab, um den anderen eine Lektion zu erteilen. Sein Glaube ist immer noch nicht erloschen und so lodert die Flamme noch heute in dem Schädel. So. Einzigartiges Talent, Sturm der Gläubigen. Entfacht das Feuer von Biraks Glauben im Schädel und haltet ihn hoch, um einen Feuerregen in der Umgebung zu entfachen. Durch weitere Eingaben hebt ihr den Schädel immer wieder und setzt den Angriff fort. Das können andere von den Prälaten einfach aus ihrem eigenen Helm raus. Also man sieht, wenn ihr anschaut, das ist tatsächlich der Helm von so einem. Ja, das Licht hier ist nicht so geil, aber. Das ist der Helm von so einem Feuerprälaten. Gleiche, nur größer. Und das, da sind noch rote Haare dran. Oh, widerlich. Und das machen die normalen Feuerprälaten, schießen ja immer aus ihrem Helm raus dann so Feuerbälle oder diese riesigen Schauer an brennenden Steinen und sowas. Und der kann das, obwohl er tot ist, immer noch. Das, tatsächlich finde ich sehr beeindruckend. Aber manche sind so. So, weiter geht's. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Hier stehen Statuen von Trollen. Und das ist selten. Aber es ergibt doch. Also, die haben auch diese goldenen Schwerter, was ich vorhin vorgelesen habe. Also, diese Trollschwerter, wo das Gold schon abgeblättert ist. Ich meine, es. Hier, es ist das Grab des heroischen Riesentöters. Und die Trolle sind ja quasi Helden des Kriegs gegen die Riesen, weil die Riesen verraten haben und dann auch angefangen haben, die zu töten. So, hier kommt man nicht hoch. Blöd. Hier ist einfach eine riesige Tür, aus Gründen, die ich nicht erklären kann. Kann man einfach aufmachen, ist gut so. Und da steht ein Schattentroll. Also ein Troll, den wir nicht locken müssen. Und hier ist nirgendwo Licht. Aber dieser Kreis hier auf dem Boden ist ja schon mega verdächtig. Und was man ja sowieso immer mal versuchen sollte, ist Fahrstühle hochfahren. Und da ist eine Rosus-Statue im Fahrstuhl. Aber was hier auch ist, ist so eine Nische, in die man rein kann. Da kann man tatsächlich einfach runterfahren. Aber ob ich das machen will. So, ich mache erstmal hier diesen Troll. Wohl, nee, mache ich nicht. Ich fahre runter. Also, muss natürlich den Hebel ziehen, weil hier ist kein Schalter drin. Und dann einfach da reinrennen. Man hat so ein bisschen Zeit, da ist ein bisschen Delay drin. Dann kann man schön runterfahren. Und hier ist auch so ein Katzenmann. Aber auch hier, Kreis auf dem Boden. So. Und man sieht, der ist sofort losgerannt. Also der war schon direkt aktiviert. Als wäre er irgendwie drauf angelegt. Und eigentlich, man kommt potenziell auch von links um die Ecke statt hier. Das war kritisch. Hier, das kann man einfach outrangen, das ist ja cool. Oh, so gehen die auch. Okay. Leicht gemacht. Also potenziell kommt man eben auch von hier links gerannt.
Kann ich auch gleich noch zeigen, wie das passiert. Und dann ist der zweite von denen. Und das ist natürlich richtig gemein. Dann sieht man den am Ende des Ganges und weiß nicht so richtig, wo man hin soll. Und dann kommt der hier aus dem Gang sofort rausgeschossen und attackiert einen auch noch. Ja. So, Bubi, komm mal her. Hallo? Hey, der gleitet einfach über den Boden oder was? Mach doch mal was Gescheites. Flieg doch mal. Das war auch wieder knapp bemessen, aber hat genau geklappt. Vielleicht ist das Problem, dass ich bei denen immer anfange, Risiken einzugehen, die nicht nötig wären. Ich bin irgendwie sehr ungeduldig mit dem, weil ich immer denke, ach, das ist ja nur so eine Statue. Dann geben sie mir aber schön einen drauf. So, zwei Richtungen. Na, gehen wir erstmal die. So, hier sieht man mich schon, hier ist eine Leiter. Und hier ist auch so eine Nische. Da geht es nach oben, aber kommt nicht hoch. Also es geht voll oben runter. Hier sind wir im Raum, wo ein Feuerprälat mit dem Rücken zu uns steht. Und man sieht auch, da geht es links und rechts nochmal hoch. Und hier ist quasi ein anderer Gang, wenn ich den lang laufe. Hier ist einfach ein Loch, dass ich nach unten fallen kann. Das heißt, wenn ich vorhabe, vor dem Feuerprälaten wegzurennen, muss ich auch wissen, in welchen Gang ich renne. Oder ich stürze da einfach ein Stück weit. Was jetzt auch nicht dramatisch ist, aber ist auch nicht geil. Bei dem brennt der Schädel aber auch schon ganz schön. Okay, easy. Und hier liegt Siegel des Riesen. Das ist natürlich interessant. Oh, eine große Gräbertalie. Damit kann man endlich mal eine von den niederen Aschen auf plus 10 bringen. Die erste von denen, die wir haben. Von den Geistertalilien haben wir noch zwei und ich habe schon mehrere Raschen, glaube ich, auf 10 gebracht. Bin ich sicher, aber. Ja, doch, ich glaube, ich hatte hier. Nee, doch nicht. Habe ich vergessen, wen? Na, egal. Ah, doch, hier. Dean habe ich auf 10 gebracht. Na, egal. Was wir gefunden haben, war Siegel des Riesen. Ein heiliges Siegel, das den einäugigen Gott der Feuerriesen darstellen soll und mit Zöpfen aus rotem Haar geschmückt ist. Rotes Haar haben wir jetzt schon ziemlich viel gesehen, das haben die Feuerprälaten zum Beispiel, habe ich ja gerade gesagt. Rotes Haar assoziiere ich natürlich eigentlich als allererstes mit Radagon. Mit Radahn, aber Radahn hat kein rotes Haar, der hat sich das Haar rot gefärbt, weil er Radagon so geil findet. Aber wir sehen da ja auch dieses riesige Auge in diesem Siegel. Das ist so ein Dreieck und dann ein Auge drauf. Und ein bisschen was von Illuminaten. Die Feuermönchprälaten verwenden dieses heilige Siegel als Katalysator, um Anrufungen der Flamme der Riesen zu verstärken. Ich meine, wir haben ja gerade, steht ja verstärkt Anrufungen der Flamme der Riesen und wir haben ja auch haufenweise Anrufungen der Flamme der Riesen gerade extra angeschaut. Gibt es ja schon ein paar. Eine Anrufung, die ihre Macht direkt von den Feuerriesen bezieht, gibt es hier ganz viele. Aber es gibt auch Feuermönche und das ist was anderes. Und es gibt unheilvolle Prophezeiung. Ist auch nochmal was anderes. Es ist krass, wie viele verschiedene Feuerzauber es gibt. Also Feuerzauber, die ist trotzdem alle sich einfach auf das gleiche rote Feuer beziehen und nicht wie sonst eben das schwarze oder das weiße Feuer. Achso, eine kleine Sache noch. Ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, aber hier nach oben kann man gucken. Also der Raum hier geht nach oben weiter, aber vielleicht verahnt man es, aber man kann es jetzt hier nicht sehen. Wir werden gleich rausfinden, was da oben ist. Andere Leiter, hier kommt man dann quasi wieder raus. Also ich meine, man könnte natürlich auch den Aufzug nehmen, den ich eh gerade schon benutzt habe.
Rede bis wir trinken. Nicht vergessen. Ich glaube, das ist das letzte Helmgar, das wir noch im Spiel haben. Oh, wie schade. Oh, was hier auch auffällig ist, da oben sind diese Symbole auf den Bannern. Unten sind diese beiden Schriftzüge, die. Der Banner sieht aus wie Amogus. Egal. Unten sind diese beiden Schriftzüge und die haben wir so sehr als die Schrift von den zwei Fingern. So, das ist. Nur um es nochmal kurz zu zeigen, auch wenn die Beschreibung der Waffen jetzt eigentlich egal ist, aber. Na, wo sind sie? Genau hier. Schwert der geheimen Worte hat dieselbe Schrift zum Beispiel. Aber oben drüber ist dieser doppelte Kreis. Und den doppelten Kreis assoziiert man ja eigentlich auch sehr mit der Heiligen Ordnung. Aber das, jetzt habe ich da ja schon abgegeben, aber das Buch von dem Vorlesen hat ja auch so diesen doppelten Kreis drauf. Das war ja auch spannend. So, was haben wir? Gräbertalide 8 und 7. Wow. Dafür ist man jetzt extra hier hochgeklettert. Na ja, gut, man ist für das hier hochgeklettert. So. Also den Fahrstuhl wieder hochfahren. Und dann diesen Troll da zu bringen. Und hier sieht man schon links und rechts diese Löcher nach unten. Da drunter war jetzt der Feuerprälat gerade. Ja, komm mal her. Der spuckt natürlich immer direkt seine Schallwellen, wenn er. Wenn er zu weit weg ist. Sein Trollgebrüll. Ja, komm, Digga. Lass dich nicht bitten. Ich hab gesagt, lass dich nicht bitten. Ah, da muss man echt nah ran, ja, na, also. So, und damit ist irgendwo, hat sich eine schwere Tür geöffnet. Also, das kennen wir ja schon aus einem anderen Heldengrab. In Altus, im Altusplateau gab es da ja eins. Da musste man ja auch so einen Gladiator aus Schatten ins Licht locken und die töten, ist auch die Tür aufgegangen. So, klar. Und nachdem das jetzt hier alles den Helden im Krieg gegen die Riesen gewidmet war und wir jetzt hier überall Statuen von Trollen gesehen haben, ist ja natürlich auch ganz klar, wer der Boss hier ist. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Heiltränke oder Mana-Tränke dafür. Aber. Ist natürlich der uralte Held von Zamor. Wer auch sonst? Die waren ja auch Helden im Krieg gegen die Riesen. So einen haben wir ja schon mal bekämpft. Ach du Heilige. Der ist auch nichts Besonderes gegen alle anderen Helden von Zamor. Aber ja. Ist halt der uralte Held von Zamor. Wow. Aber dafür kriegen wir von ihm auch einiges zu lesen. Sein Krummschwert und seine gesamte Rüstung. Und damit lernen wir endlich mal was über diese Leute. Den ersten Held von Zamor trifft man auf der Halbinsel der Tränen. In einem Siegelgefängnis. Siegelgefängnis, ja klar. Keine Ahnung. Und von dem kriegt man ja auch Radagons Narbensiegel. Und dann trifft man die. Ja, okay, man hat in einem Heldengrab, glaube ich, nochmal eingetroffen. Bin mir gar nicht sicher. Katakombe-Heldengrab. Könnte sein, dass hierbei tatsächlich das, von dem ich gerade geredet habe, das Grab des heiligen Helden, könnte da einer gewesen sein. Und dann erst wieder hier bei den Ruinen von Zamor. Und ich meine, okay, das ergibt Sinn, dass das Grab des heroischen Riesentöters hier direkt bei den Ruinen von Zamor, dass da natürlich der uralte Held von Zamor dabei ist. So, schauen wir mal sein Schwertchen an. Ein großes Krummschwert hier. Das Zamor-Krummschwert. Ziemlich cool. Eine Waffe der Ritter von Zamor, die im Krieg gegen die Riesen großen Ruhm erlangt. Als Huldigung an den Winter wurden die Klingen nach dem Vorbild eisiger Stürme gefertigt und ist von starkem Frost erfüllt.
Einzigartiges Talent, Eissturm von Samor. Stoßt das Krummschwert in den Boden und baut Kraft auf, bevor ihr einen eisigen Sturm über die Umgebung peitschen lasst. 18 Geschick. Das probieren wir nochmal aus. Das gucken wir uns doch mal an. So sieht es ganz aus. Ein Krummschwert. Cool. Ja, kennt man. So, einmal kurz Maler dran. Genau, dann die Kriegsasche. Ich muss natürlich wissen, wo die Kriegsasche uns genau. Das macht er ja auch tatsächlich selbst im Kern. Okay. So, natürlich auch mega interessant seine ganze Rüstung. Zamor-Maske. Eine Maske der Ritter aus Zamor, die im Krieg gegen die Riesen als Helden gefeiert wurden. Angeblich sind diese extrem langlebigen und in eisige Winde gehüllten Krieger seit Beginn der Geschichte eingeschworene Todfeinde der Feuerriesen. So, wo ist die Rüstung? Ach, hier drüben. Eine Rüstung der Ritter aus Zamor. Ja, okay, ist derselbe Text. Sieht auch ganz cool aus, finde ich. Bisschen runtergekommen, aber. So. Macht was her. Ich mag sehr, dass die so asymmetrisch ist. Also die Schulter ist nur auf einer Seite und so. Die ist halt total runtergekommen. Insgesamt sind die Zamo-Sachen auch. Die Armreife sind nur so ein paar so, ja, Reife halt. Aber was ich daran eigentlich, ich glaube, es ist nur so Verbände. Was ich daran halt richtig interessant finde, ist, dass der Kopf eine Maske ist. Diese Ritter von Zamo sind ja so riesig und lanky und bewegen sich so seltsam, so fast wellenförmig. Aber die tragen eine Maske, die sehen gar nicht so aus. Und es ist einfach nur eine runtergekommene Rüstung. Und es scheint einfach irgendeine Art von, naja, sehr groß gewachsenes Volk eben zu sein. So, hat's mal da. So. So. Und so viel dazu, ne? Damit ist dieses Heldengrab des heroischen Riesentöters ebenso erledigt. Und das heißt, ab jetzt haben wir eigentlich nur noch den Teil hier zu erledigen. Und natürlich den ganzen Teil hier. Das geht bestimmt bis ganz oben. Der ganze Teil hier, sage ich, oh ja, nur noch der, ist ein komplett eigenes Gebiet. Es ist absurd groß im Vergleich. Also es ist extrem lang. Ist das Endgame-Gebiet meiner Meinung nach überhaupt. Da ist jeder Gegner hart. Aber das werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche erst zu sehen bekommen, wenn überhaupt. Ich werde jetzt noch einmal kurz leveln, weil wir haben genug Runen bekommen. Kann ich jetzt endlich mal anfangen, was anderes zu investieren. Ich zum Beispiel gerade mal zum Beispiel Glaube oder so manchmal noch zu pushen. Nicht, dass es uns groß was bringt, aber dann kann man halt so ein paar Anrufungen und vielleicht ein paar andere Waffen auch einfach mal auch einfach mal spontan benutzen. Ich bin so ein bisschen unsicher. Ach, so ist es. Gibt genug Waffen, die so ein bisschen Anspruch an Glaube haben, aber nicht so viel. Fällt mir noch was anderes ein. Ich habe vorhin noch gesehen, ich habe noch die Klangperle von letzter Woche im Inventar liegen. Die sollte man natürlich dann auch mal schnell machen. Und eine Sache fällt mir auch gerade ein. Das heißt, ich dachte, diese Woche wieder Farmen. In dem Heldengrab gerade waren ja diese Feuermönche. Und die haben tatsächlich als einziges die Möglichkeit, die Waffe von den Feuermönchen fallen zu lassen. Das heißt, die darf ich dann schon farmen. Hier. So. Das heißt, ab jetzt Dunkelstein plus 6. Genau wie normale Schmiedesteine plus 6 geht. Cool. Ja, damit sind wir für die Woche durch. Gab jetzt einiges zu sehen. Ich meine, wir haben jetzt tatsächlich relativ viel hier in diesem Gebiet gemacht. Wir haben eigentlich diesen gesamten Teil hier jetzt abgeschlossen. Das alles hier ist jetzt fertig. Wie gesagt, jetzt ist hier noch die Boss-Arena. Die wir halt so schnell nicht sehen werden. Dann jetzt hier hin. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen. Wird mich sicher jemand darauf hinweisen. Ich mache jetzt scheint normal jede Woche ein Addendum. Aber das ist nicht so wichtig. Das machen wir gern. Und tschüss.